holen lassen und dann könnt ihr auch Meinung kundtun. So, Hallo? meine Team, ihr werdet nicht vergessen, ihr seid gleich dran. So, Gottes Segen, Philipp. Ja, Dir lag Gottes was auf Segen, den Dino. Herzen. Wie bitte? Dir lag doch was auf den Herzen. Du hast mich ja mal angeschrien. Ja, ich habe dich angeschrieben und zwar, ich habe ja gesagt, ich befasse mich ein bisschen mehr mit dem Thema und ich habe mir so den katholischen Katechismus und mit der Bibel, sage ich mal, verglichen, die Kirchenväter, Briefe und dies, das. Und ich finde eigentlich, da ist jetzt nichts, also auf jeden Fall nichts Antichristliches. Okay. Ja, ist doch ganz einfach. Wie prüfen wir? Das ist so eine einfache Frage. Wie prüfen wir, dass es das Wort Gottes ist? Ja, ist so eine ganz einfache Frage. Wir nehmen das mit der Bibel. Kurze Ja. Frage. Kannst du mir eine Bibelstelle geben? So aus dem Kopf, wenn dir was einfällt. Dass es eine Babytaufe gibt. Eine Bibelstelle. Ja, es gibt aber Hinweise auf Babytaufen. Nein, es gibt nur Also noch schon Hinweise. Welchen Hinweis meinst du? in der Bibel steht ganz oft geschrieben, dass ganze Häuser getauft wurden und Okay, das ist doch die. kein Baby gemeint. Nee, aber Ich man sage dir auch kann davon warum. stark Was ist ausgehen, denn dass die Babys nicht dabei Voraussetzung der Taufe? Bußetuung, Philippa, Apostelgeschichte sind. Ja. 2, Vers 38. Bußetuung, Apostelgeschichte 8, Vers 36, 38. Mit den Kämmerer. Erst den Herrn annehmen, dann natürlich taufen. Wir sehen, der Verbrecher in den Herrn Jesus Christus gerettet ohne die Taufe. Wir sehen diese ganzen Sachen. Also heißt das, es gibt keine Babytaufe. Es gibt es nicht. Wird es auch nie geben. Na, ich habe einen Kardinal gefragt. Er ist eine römisch-katholische Kirche. Er ist eine Stufe vor Papst. Er ist mir ins Gesicht bestätigt. Es gibt keine Babytaufe. Es gibt keinen Bibelvers. Gibt es nicht. So, und der nennt das einfach nur Tradition. Na, und das darf ja nicht sein, sowas. Deswegen kann ich dir sagen, mein lieber Philipp, befass dich mit der Bibel. Befass dich nicht mit irgendwelchen Sachen, sondern befass dich mit der Bibel. Wenn du doch nur die Bibel liest, reicht das nicht als Maßstab? Das Wort Gottes ist doch genügend und etwa nicht. Alle, die reinschreiben, Palästina gehört Israel, das stimmt nicht. Israel gehört den Juden. Ja, schon mal das Erste, weil Israel steht erstens im Koran, na, Sure 5, Vers 20 bis 22, dass es den Juden gehört, ne, den Israeliten. Und in der Bibel ist auch ganz klar, Israel gehört den Juden. Es gehört nicht den Palästinensern, das wird es nie so sein. So, Philipp. Ja. Genau, jetzt wieder auf dich. Ne? Ja. Also, du musst immer den Maßstab die Bibel nehmen. Wenn du nicht die Bibel als Maßstab nimmst, dann haben wir ein Problem. Weil Gottes Wort muss der Maßstab sein und nicht ein Menschenwort. Aber in der Bibel wird ja vieles als Gottes Wort bezeichnet, nicht nur die Bibel. Hä? Gottes Wort ist doch nur die Bibel. Jesus ist doch auch Gottes Wort. Ja, steht doch in der Bibel. Ich rede Ja. von, wie prüfst du was? Anhand der Bibel. Ach so, ja. Also das sagt die Kirche ja auch. Die Bibel hat die höchste Nein, 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 nein. Autorität, aber. Wir haben mündliche Traditionen, die nicht einstimmig sind mit der Bibel. Ja, lass mich Na? ausreden. Die Bibel ist immer die höchste Autorität in der Kirche. Jetzt gibt's aber noch die göttliche Tradition, die wir in zum Beispiel 2. Thessalonicher, Da steht da drinnen zwei. mündlich und schriftlich. Ja, beides einstimmig. Wenn es nicht einstimmig ist, ist es nicht mehr Wort Gottes. Also, in denen wir euch unterwiesen haben, sei es mündlich. Wo hast du denn in der Oder Bibel? schriftlich. Was steht da? Lies weiter. Sei es mündlich, sei es durch Brief. Also Ja, sei es schriftlich. Brief ist mündlich schriftlich. und durch Brief. Beide Ja. Überlieferungen haben stattgefunden. Das Beide müssen einstimmig sein. Wenn noch eine mündliche abgegeben wird und nicht einstimmig ist mit das Schriftliche, was ist es dann? okay. Ein Widerspruch. Ja, okay, dann frage ich dich, Genau. du wendest ja sola scriptura an, oder? Ja, ist so nur die Bibel. Also du kannst doch nicht, ich kann doch nicht was mündlich erzählen, was nicht einstimmig mit das Schriftliche ist. Okay, Das hat doch keinen Sinn. wo gibt es die mündlichen Überlieferungen von Paulus in der Bibel? Mündliche Überlieferung der Paar. Ich habe die ganze Bibel. Was willst du damit? Paulus Hat doch gar sagt, keinen Sinn, was du erzählst. Paulus sagt, er hat Kurze auch Frage, nein, du mündlich. verstehst mich, glaube ich, gar nicht. Kurze Sache. Erstens, was ist die Voraussetzung der Taufe? Bußetuung. Ganz klar steht in der Bibel. Die Kirche sagt, interessiert mich nicht, mach eine Babytaufe. Kann ein Nein, Baby das sagt die Bußetuung? Kirche nicht. Das sagt die Kirche. Die Kann ein Baby Kirche Bußetuung? sagt, Kann ein Baby Bußetuung?
Wenn Ja ich oder nein? Ist eine erwachsen ganz bin, einfache Frage. Die natürlich. kann man mit Die Ja oder Füße, Nein beantworten. natürlich, wenn das aufwächst, kann es danach Buße tun. Nein. Man kann ein Baby Buße tun. Als Baby nicht, ne? Als Baby nicht. Aber was ist die Voraussetzung der Taufe? Buße tun. Ah, Das kann man aber also danach jedes Baby, machen. was getauft wird, widerspricht das Wort Gottes, richtig? Nein. Wie nein? Willst du mich Ja, veräppeln? die Buße kann man auch danach tun. Nein, was ist die Doch. Voraussetzung der Taufe? Nicht schwach werden. Also als erstes Was ist die der Voraussetzung? Ganz, Glaube, der ganz ruhig. Glaube. Was ist die Voraussetzung der Taufe? Glaube. Richtig. Glaube heißt Bußtun auch. Sehr richtig. Kann das ein Baby? Das Nein. kann ich jetzt Du nicht kannst ja nicht, sagen. ein Nein. Ein Baby kann das nicht. Oder hast du ein Baby gesehen, der aufsteht? Ich bezeuge, dass ich den Herrn Jesus Christus annehme. Nein. Ja, aber das Na? weißt du ja nicht. Die Wie, da weißt du, willst du mich jetzt veräppeln? Willst du, hast du das sprechende Babys gehört oder wie? nee, aber Du machst mich fertig. die Geschichte zwischen Baby und Gott fängt ja nicht nur bei der Geburt an. Ist okay. Ist okay. Du befasst dich erst damit. Wenn du das geschafft hast, dann können wir weiterreden. Weißt du warum? Erste Blockade muss weggenommen werden. Dann tue ich den nächsten erstmal auf, Philipp. Befasse dich erst damit. Erst mit Baby vorbereiten, ja? Erst damit arbeiten. Kann ein Baby Buße tun? Das musst du dir selbst beantworten. Und die Voraussetzung der Taufe ist Bußtuung. Wenn du das geschafft hast, dann komm wieder hoch, ja? Das ist Ja, wichtig, weil wenn gut. du das Ganze wieder im Kopf vorstellst, immer wieder vorstellst und liest, dann kommt die Erkenntnis. Dann wünsche ich dir erstmal Gottes Segen, Philipp, ja? Danke. Erstmal nachdenken, geh ins Gebet, das ist wichtig. Vergiss das Gebet nicht. Viele unterschätzen das Gebet. Das Gebet ist das A und O. Ja? Ja, aber Dann Gottes jeder Segen, Philipp. betet, ja, aber jeder hat seine Religion auch, dass du mich verstehst. Sag die Jeder. Gotteslegen, was liegt auf den Herzen? Bist du ein Muslim? Bist du ein Katholik oder? Ich bin orthodox. Bist du orthodox? Ja, mal schauen, Ja. ob du mir meine Frage beantworten kannst. Also, kann ein Baby Buße tun? Wie bitte? Kann ein Baby Buße tun? Was ist böse? Böse. Umkehren, Sündenabgabe. Ich nehme den Herrn Jesus Christus an und gebe meine Sünden an ihn ab. Das ist Buße. Nein, nein, das geht nicht. Das geht Weißt nicht. du warum? Weißt du Aber die warum? Voraussetzung, Weißt aber du warum? hör zu, hör Weißt zu. du, warte, warte. Ducky, nicht schwach werden. Was ist die Voraussetzung der Taufe? Was ist die Voraussetzung? Was muss man vorausgesetzt machen, bevor man sich taufen lässt? Du brauchst einen, Apostelgeschichte was. 2,38 lesen. Was steht denn da? Hast du die Bibel vor dir? Warte kurz. Welche Region bist du, wenn ich Ich fragen glaube darf? nur an den Herrn Jesus Christus, er ist Gott. Ich glaube nur an die Bibel allein. Schau, ich sag dir was. Okay. Jesus ist der Sohn des Gottes. Zuerst mal, Nein, nein, warte Jesus kurz. ist Oh Gott. ja, Sagst du etwa, Jesus ist nicht Gott? warte. Sagst du, nein, 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 nein. Jesus, Sagst du, Jesus ist nicht schau, Gott? schau, schau. Okay, Gott ist das von. genügt. Dann schau mit dir. Einer, der behauptet, ein Christ zu sein und zu sagen, Jesus ist nicht Gott. 2. Johannesbrief, Kapitel 1 lesen, meine Lieben. Nicht mal grüßen. Weil diese Person muss jetzt selber suchen und jetzt rausfinden. Durch Bibellese, ey, die ganze Bibel spricht davon, dass Jesus Gott ist. Und der behauptet, Jesus sei nicht Gott? Also da muss man wirklich schon sehr naiv sein. Traurig, betet aber trotzdem für ihn. Betet trotzdem für ihn, ne? Zeigt Liebe. Ja, meine Lieben. Na, da ist er schnell rausgegangen, Gottes Herr. Ja, meine Lieben, dann holen wir den nächsten noch. Immer biblisch bleiben, meine Lieben. Immer treu der Bibel bleiben. Nicht außerbiblische Sachen machen. So. Gottes Segen. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Mein Lieber, man hört dich nicht, ne, wenn du raus aus TikTok bist. Hallo. Ja, gut. Dann muss er erstmal raus. Kann er nächstes Mal eine Einladung schicken. Ja, mein Lieb, immer bibeltreu bleiben. Ja, die Bibel allein genügt. Die Bibel legt sich schon von selbst aus. Wie? Ihr müsst nur lesen. Ihr werdet es erkennen.
Stück für Stück, Vers für Vers, erkennt ihr es. Wie kleine Puzzleteile, ja? Ein Puzzleteil legt ihr schon mal hin, den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten. Und dann ist es ein klares Bild und dann eine klare Erkenntnis. So müsst ihr die Bibel lesen, Stück für Stück. Und dann erkennt ihr, dass Jesus Gottes, bist du Zeug Jobes auf gar keinen Fall. Weg mit solchen Sekten. Ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Jesus ist Gott, Vater ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Also Sohn Gott, Vater Gott, Heiliger Geist Gott, alle drei sind eins, ein Gott. Ich bin ein wiedergeborener Christ. Wie es in der Bibel steht, Johannes 3, Vers 3. Deswegen, ihr müsst den Herrn Jesus nachfolgen. Meine Lieben, wenn ihr das nicht tut und den Herrn Jesus nicht annimmt, ihr geht verloren. Meine Lieben, die Hölle ist doch da. Oh, ohne den Herrn Jesus geht ihr in die Hölle. Das ist traurig. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen, dass ihr natürlich ins Paradies geht. Und wie macht ihr das? Jesus-Annahme. Buße tun. Gebt eure ganze Sünden an den Herrn ab. Wie fange ich an, die Bibel zu lesen? Ja, eine schöne Frage. Ihr fängt an mit Johannesevangelium. Stück für Stück, ja? Bibel-App gibt es, könnt ihr schnell runterladen. Bibel, könnt ihr ganz schnell in Dings nachschauen, in Google, schlachter2000.de als Beispiel. Könnt ihr kostenlos kaufen, ihr könnt in mein Profil reingehen, ich habe einen Link gepostet, screenshotten, kopieren, in Google einfügen, kostenlose Bibel bestellen, kostenlos natürlich, Alte mit Neu Testament. Fangt mit Neu Testament an, Johannes Evangelium. Ganz Stück für Stück, meine Lieben. Ja, man kann auch mit Matthäus-Evangelium gerne anfangen, aber ich rede, dass es ein bisschen schneller geht. Erst Johannes-Evangelium, dann Stück für Stück weiter und dann die anderen Sachen. Stück für Stück, ne? Zwei Seiten pro Tag. Ist doch nicht viel verlangt, meine Lieben. Ein, zwei Seiten pro Tag ist doch nicht viel. 5 Minuten, 10 Minuten Arbeit. Und durch 10 Minuten, 5 Minuten Arbeit lesen. Ehrlich, nur lesen. Das bringt so viel Erkenntnis. Na? Einer schreibt, Bä Israel, du Jahil, wenn du dein Koran lesen würdest, dann wüsstest du, dass im Koran, Sure 5, Vers 20 bis 22 steht, dass Israel den Juden gehört. Also sagst du Jahil, dass Allah ein Kafir ist, dass Allah ein Lügner ist. Das sagst du gerade als Muslima, wenn du dein Koran lesen würdest. Aber das würden die ja auch nicht tun. Das ist doch traurig. Dann sagen die, ey, Israel, bäh. Was ein Scheinargument. Was für Scheinargumente? Suche 5, Vers 8, meine Lieben, ja? Meine lieben Brüder und Schwestern. Schreibt jetzt alle rein, Suche 5, Vers 20 bis 23. Ne, Vers 20 bis 22. Alle reinschreiben. Und dann kann jeder es sehen und screenshotten. Weil wenn die wirklich lesen würden, wüssten die, dass Israel den Juden gehört. Wie wär's, wenn du den Koran komplett liest, du Jahil? Wie wär's damit, dass du mal dein Gesicht verhüllst, du Jahil? Weil Gesichtsverhüllung ist sehr wichtig, ne? In Islam. Wenn du das nicht tust, gehörst du auch ins Feuer, laut Islam. Ja? So, und dein Islam wird dich nicht retten. Was für Scheinargumente. Guck mal, Sure 4, Vers 34. Die muslimische Ehefrauen dürfen geschlagen werden von den muslimischen Ehemännern, wenn man nur befürchtet, meine Lieben, dass sie Allah nicht gehorsam ist. Sure 4, Vers 34. Also seht ihr, dass es eine Riesenkatastrophe ist, der Islam. Ey, meine Lieben, Frauen schlagen. Wo sind wir denn gelandet? Wo sind wir denn, der Jesus Christus sagt, liebt eure Frauen, wie ich eure Gemeinde geliebt habe. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat, so sollen wir unsere Frauen lieben. Also Christus ist für die Gemeinde gestorben und so sterben wir für unsere Frauen. Na, so sterben wir auch für unsere Frauen. Der Koran sagt in Sure 4, Vers Ey, 34, darf ich dir mal was man sagen? Guck befürchtet. mal, guck mal, guck mal, du redest ein Mist. Weißt du warum? Ich bin selber Ja, okay, ich Moslem. rede mit, hast Guck mal, du, nein, hör nein, mal nein, zu, nein, hör mal nee, zu. nicht Ich habe argumentieren, deine nein, nein, Frage nein. an dich. Ich habe Lies deine doch den Frage an dich, Koran. gell? Guck mal, hör mal zu. Nein, 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 beantworte meine Frage. Hier, bitteschön, ich zeig dir den Koran. Du hast ja die Sure nicht vor dir liegen anscheinend. Bitteschön, ja? Oh, das war Sure 9, Vers 29. Da steht, die Ungläubigen sollen geschlachtet werden. Können wir gleich auf eingehen. Hier, Sure 4, Vers 34. Was steht da? Was steht da? Ihr dürft muslimische Ehefrauen schlagen, ja? Was steht denn da? Ermahnt sie, meint sie im Ehebett und schlag sie. Was steht denn da? Habe ich das erfunden oder steht das so? Hör mal zu, du erzählst einen Mist, ich weiß nicht, von wo du Ich das erzähle hast. Mist. Guck Du mal, Jahil, ganz ruhig.
Öffne doch mal den Tafsir, der Cousin von Ibn Abbas. Der hat darüber geschrieben. Ibn Kathir, Al-Jadlain, Al-Qutubi, die Tafsire kennst du doch. Die sind größer als deine ganzen Imame, die jemals sein werden. Und die haben alle bezeugt, dass man die Frau schlagen darf. Gai, Ibn Abbas, rede von Geiseln. Meine Lieben, Geiseln. Ich habe nur eine knallharte Frage an dich. Beantworte doch erst meine Frage. Das ist Darf doch man eine gelogen, das muslimische. ist gelogen, das ist gelogen. Sag dir auch warum. Darf ich dir was sagen? Wie das gelogen? Ich sag, Nein, guck nein, mal, nein, lass nein, mich doch nein, mal nein, das ist ausreden. gelogen. Guck mal, Du lass mich bist eine doch mal Lüge. ausreden. Lüge nix. Guck mal, bitte lass mich doch mal ausreden, bitte. Okay, wenn ich gelogen warte, tu mir einen Gefallen. Tu mir einen Gefallen, du darfst reden. Wenn ich doch gelogen habe, dann möchte ich, dass du jetzt den Koran holst. Ich mache dich groß. Ich will, dass du die Kamera anmachst. Und ich will, dass du Sure 4, Vers 34 liest. Ist das ein Deal? Nein, ist es nicht. Wie nein? Hast du Hör doch mal Angst? bitte zu, hör doch mal bitte, Das jetzt ist einfach mal nur Wahnsinn. zu. Hör doch Habt ihr das einfach mal bitte gesehen? zu. Lass mich Wenn doch mal bitte es um Prüfen ausreden. geht, wenn es Guck um mal, ich Prüfen sag's geht, doch haben die gerade alle jetzt aus. Angst. Ey, ich schwöre dir, ich. Guck mal, ich sag dir eins. Wenn bei Weißt du unserer was? Religion, wenn bei unserer Religion, im Moslem, im Islam, Lüge eine Ja. große Sünde ist, dann dürfen wir auch Ja. keine Menschen schlachten. Das ist auch eine Ja. Sünde für uns. Okay? Und noch einmal. Mann, erzähl doch keinen Quatsch. Mal Sure 4, Vers 34. Darf Ey, man hör doch jetzt mal eine zu. Muslim. Wir sagen, guck mal, wir sagen Das ist in doch nicht unserer normal. Religion. Hör doch mal bitte zu. Wir Du sagen in antwortest nicht auf unserer meine Frage, Religion. beantworte es doch. Ey, du bist wirklich. Ey, werd mal bitte erwachsen. Bitte Ja, wenn du werd doch mal. erwachsen, beantworte meine Frage. Es ist respektlos, die Frage nicht zu beantworten. Darf man eine muslimische Ehefrau schlagen, wenn du nein sagst, bitte Sure 4, Vers 34 Nein, lesen? darf man Was steht nicht. denn da? Darf man nicht. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil Okay, sag. wir sagen, das Paradies liegt unten den Müttern. Was hat denn für Und ein die Argument? Mütter. Das ist doch voll der Widerspruch. Auf Sure 4, Junge, Vers komm. 34. Und? Junge, komm, Der, man bist nicht warte, mit dir warte. selber Du, klar. der Paradies liegt unter Hast den Füßen der Mütter. Warte, ich helfe dir. ja. Der Paradies, ich helfe dir. Der Paradies liegt unter den Füßen der Mütter, ne? Aber der muslimische Vater darf die muslimische Mutter laut Nein, Sure darf 4, der Vers nicht. 34 Darf der nicht. schlagen. Darf der nicht. Darf der nicht? Nein. Was steht in Sure 4, Vers 34? Steht da, er streichelt sie? Junge, ich weiß nicht, von wo du das hast, aber du Ja, lügst. ist okay. Immer das Gleiche mit euch. Immer das Gleiche. Immer Lügen. Immer Lügen. Selbst eure Tafsir habe ich gelesen, die eure ganzen. Legen. Holen wir den nächsten noch. Ich mag Lügen nicht. Seid Hallo. er Ja, Gottes genau. Willen. Richtig. Wir mögen keine Lügner. Ihr seid die größte Lügner. Jetzt stell mir noch mal diese Der Frage. nächste. Der Stell mir die nächste. Frage. Stell mir doch mal die Frage. Okay, stell dir jetzt die Stell. Frage. Yalla, Was stell mir die Frage steht? zum Hurensohn. Yalla! Und Yalla! tschüss. So, ja, meine Lieben, er beleidigt, wir segnen. Ne? Er hat gerade den Islam repräsentiert damit, mit der Beleidigung. Er ist die beste Werbung für den Islam. Aber was machen wir? Was machen wir? Wir beten für solche Menschen, ehrlich. Na, wir beten für solche Menschen. Er braucht den Herrn Jesus, deswegen ist er so. Da holen wir jetzt den nächsten. Er hat nur den Islam jetzt gerade repräsentiert, den islamischen Geist. Er hat nur Aggression, keine Liebe. Nur Jesus hat Liebe, aber Mohammed nicht. Ist noch. Vielleicht ist er ein bisschen normaler. Gottes Segen. Du musst auch reden, also wenn du aus TikTok rausgehst, kannst du nicht reden. Warte, ich jetzt, warte ich. Ich habe einen Koran zu Hause, ich lese, tamam? Ah, schön, ja? Okay, Du hast den ich Koran zu lese. Hause. Sure 4, Vers 34, hol den Koran, hol den. Sura 4, Ja? Vers 34. Genau. Also Seite 34. Suche 4, Vers 34. Okay, warte gleich. Ich suche es. Du bist jetzt ehrlich, hoffentlich. Na, aber du machst schon einen guten Eindruck, ja? Keine Beleidigung. Nein, Du nicht kommst direkt beleidigen. Koran. Na, das ist schön. Prüfen. Ich fordere jeden Muslim heraus. Prüft, meine Lieben. Ohne Prüfen geht's nicht. Deswegen prüfen. Prüft meine Aussagen. Und jetzt prüfen wir gemeinsam, ja? Ey, okay, warte, ich finde diese Seite nicht. Wie die Seite nicht? Du Sag hast doch den mir, Koran, oder nicht? okay, finde mir, hast du einen Koran, hast du gelesen? Hier, bitteschön, ich zeig dir den Koran. Okay. Bitte. Zeig, ich warte nur, zeig.
Wo steht das? Lies mir. Warte, falsch, hier. Nein, der hier, sorry. Das sind die Mordbefehle von Koran. Hier, bitteschön. Da, Sure 4, Vers 34. Lies mir, komm. Lies du, ich will es aus deinem Mund hören. Die Männer stehen in Verantwortung, lies mal, ganz laut. Ja, gleich. Lies. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen von den anderen ausgezeichnet hat. Und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben, darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben, um hütend das zu Weil Allah es hütet. Und diejenigen? Was? Ja, weil Allah es hütet. Alles schön. Jetzt lies weiter. Und diejenigen? Warte. Lies doch weiter. Machst du jetzt nicht einen Stopp. Warte. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Erhebet und schlagt sie, wenn sie auch euch aber gehorchen. Dann sucht keine Mitte gegen sie, Allah ist erhaben und groß. Ah, ermahnt sie, meint sie im Ebet und schlagt sie. Wenn ihr nur befürchtet, dass sie Allah nicht gehorsam ist. Befürchtet. Was sagst du dazu? Okay, warte kurz. Was sagst du dazu? Bitte, das ist so ganz okay, klar. Was sagst du? Aber wieso will der Mann sie schlagen? Weil sie Allah nicht gehorcht. Er befürchtet, die ist nicht gehorsam gegenüber Allah. Die will nicht dem Mann unterordnen. Beispiel, die möchte kein Geschlecht erkennen im Moment. Wenn eine Frau ein Muslima ist und deine Religion beleidigt, zum Beispiel, was würdest du tun? Ganz sicher nicht sagen. Was würdest du tun? Nein, was würdest du tun? Ich würde dasselbe machen, wenn sie ein Christin ist und mein Dings Religion beleidigt. Dann schlagen, ja? Sie geschlagen. Ja, dann würdest du schlagen, ja? Ja, ich hätte sie. Ah, dann hätte. Habt ihr das gesehen, meine Lieben? Ist das noch normal? Der würde sie schlagen. Das ist doch nicht richtig. Was ist los mit dir? Frauenschläger oder was? Was ist denn hier los? Ja, wenn sie meine Religion beleidigt, würde ich so sein. Ja, dann würde ich so, ne? Ist ja kein Problem, ne? Sie hat beispielsweise nicht den Ehebett links gegeben. Sei mal ehrlich. Da ist ja nicht schlimm, ne? Soll ich ehrlich sein? Ja, sei du ehrlich. Komm. Wer beleidigt, den segne ich. Wer mich verfolgt, den bete. Da bete ich für ihn. Ich zeige Nächstenliebe und die Nächstenliebe an meinen Feinden. Okay, habe ich Liebe. Feuer bekämpfst du nicht mit Feuer. Feuer bekämpfst du mit Wasser. Und was ist Wasser? Die Liebe. Ja? Der Feuer ist der Hass. So machen wir wiedergeborene Christen es. Ja, okay. Warte. Und dein Islam repräsentiert Hass. Dein Islam darf Frauen, gibt die Legitimation, Frauen zu schlagen, also muslimische Ehefrauen zu schlagen, wenn man es nur befürchtet, wenn sie nicht Allah gehorsam ist. Daran erkennen wir, dass der Islam eine Katastrophe ist. Mein Lieber, komm, du brauchst den Herrn Jesus Christus, dann würdest du nie so reden. Warte, lass mich kurz ausreden. Lass mich ausreden. Du warst ja gar nicht am Reden, also wo habe ich dich jetzt nicht ausreden lassen? Okay. Erzähl mal keinen Quatsch hier, rede jetzt. Okay, sei du mal ehrlich, ich bin jetzt ehrlich. Ich bin ehrlich, komm, erzähl. Ich will deine Weisheit hören. Warte, hättest du deine Frau nicht geschlagen, wenn sie wirklich deine Religion beschimpft hätte oder wegen deiner Religion dir was gesagt hätte? Wer eine Frau schlägt, ist ein Jahil. Ein ganz klarer Jahil. Jahil heißt Unwissender, ja? Er hat Hass, er hat nicht die Liebe Gottes in sich. Wenn ein Muslim, er hat den Teufel als Vater, nicht Gott als Vater. Wenn ein Muslimer, ein Christin beleidigt, wenn ein Muslimer. Hallo, falsches Beispiel. Es geht um einen muslimischen Mann, Ehemann und muslimische Ehefrau. Ja? Das ist ein falsches Beispiel. Es geht nur um den muslimischen Ehemann und Ehefrau.
und der muslimische Ehemann darf die muslimische Ehefrau schlagen. Okay. Ja? Und nicht verwechseln. Okay, ich habe, glaube ich, verwechselt. Ich habe verwechselt, okay. Aber, ja, okay, was, wenn du jetzt eine Christenfrau Dings machst? Merkst du gerade was? Eine Ausrede nach den anderen. Eine Ausrede nach den anderen. Merkst du das? Jo. Ich jetzt ist aber wenigstens gut. Du hast wenigstens zugegeben, du warst ehrlich. Du bist ein Muslim, du bist ehrlich. Du schlägst. Okay. Aber daran merkt man, du hast den Teufel als Vater, nicht Gott als Vater. Ja? Du brauchst Liebe, mein Bester. Du brauchst Liebe. Du hast keine Liebe gehabt, aber ich schenke dir Liebe, weil der Jesus Christus sagt, selbst unsere Feinde sollen wir lieben. Ja? Deswegen schenke ich dir die Liebe, okay, und erzähle dir über, okay, den Herrn Jesus Christus. Okay, okay. Wieso stand in der ersten Bibel, dass Jesus kein Gott ist? Bitte sag mir. Mann, ey, was, erzähl doch keine Lügen und lenk jetzt nicht ab. Ja, jetzt bitte zu. Warte. Nein, mein Lieber, komm. Das ist so ein Quatsch, was du erzählst. Ne? Also, folgendes. Hey, Jesus Christus ist Gott. Ja, ganz einfach. Wie erkennen wir das? Jetzt stelle ich dir die Frage. Wer ist der Erste und der Letzte laut Islam? Entstumme dich und antworte. Wer ist der Erste und der Letzte laut Islam? Was? Sag mal. Wer ist der Erste und der Letzte laut Islam? Allah ist der Erste und Letzte. Offenbarung 1 muss man jetzt lesen, Vers 17 bis 18. Da spricht Jesus und sagt, ich bin der Erste und der Letzte, der Ewige. Ich war tot und siehe, ich lebe in Ewigkeit, in Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches. Mir ist es gegeben. Also sehen wir, Jesus sagt, ich bin Gott. Also erzähl keine Lüge. Jesus sagt, ich bin Gott. Ja, und dann sagen wir einen Amen dazu. Und dann sage ich dir jetzt noch was. Gottes Segen, Urban, dass du ein bisschen verstehst, du bist gerade reingekommen, ne? Ja. Die Person sagt Amen zu Sure 4, Vers 34, zu Frauen schlagen. Sagt er Amen dazu. Er sagte, ist richtig. Ist das Sure 4? Ja, 34, ja, das stimmt. Genau, Sure 4, Vers 34. Katastrophe, ne? Ja, Bruder, ist eine Mann-für-Mann-Religion, von Männer für Männer geschrieben. Natürlich. Wenn seine Mutter geschlagen wird von seinem Vater, sagt er Amen, Bruder. Wenn seine Schwester einen Mann heiratet und geschlagen wird, sagt er Amen. Genau. Katastrophe. Ist das nicht heftig? Nein. Ist das nicht traurig? Merkt man nicht diesen Hass in diesem Islam? Wo ist die Liebe? Warte, lenk nicht mal diese... Bruder, wartet, wir waren mal in Bibel, wartet kurz. Der Bibel wurde viermal, Guck mal, wir machen das anders, ändern, damit es ja schneller ist. Erste Bibel stand, dass Jesus kein Gott ist. Verstehst du? Und es wurde danach viermal geändert. Guck mal, Bruder Urban, guck mal jetzt. Der nennt, weißt du, warum er viermal geändert sagt? Der nennt die vier Evangelien vier verschiedene Bibeln, ne? Der ist heftig. Der hat wirklich das Heftigste geschafft. Daran merkt man, der hat die Bibel noch nicht mal einmal angeguckt. Nur nicht mal den Buchrand hat er sich angeschaut. Aber redet über sie. Hast du mal Koran angeschaut, Bruder? Ich habe sogar den Koran gelesen, mein Bester. Bruder, du kannst mit Mitleid haben. Mehr nicht. Guck mal, Urban, hast du den Hadith, wo, wenn die Frau den Geschlechtsverkehr den muslimischen Ehemann verweigert für einen Tag, da wird Allah drei Engel schicken und die ganze Nacht verfluchen. Ja, hast du den Hadith? Ja, ich kann ihn. Ja, hol den schnell. Ich erzähle in der Zeit. Meine Lieben, wenn die muslimische Ehefrau dem muslimischen Ehemann sagt, nein, ich kann nicht, ich habe Bauchschmerzen oder so, ich kann einfach den Geschlechtsverkehr nicht machen heute, ich habe meine Menstruation, keine Ahnung, irgendwas, dann wird Allah drei Engel schicken und die ganze Nacht wird die Frau verflucht. Bruder Urban? Ja, sofort. Bruder, ich verbinde mich gleich mit dem WLAN. Bruder, bei mir war auch eine Frau drinne, die sagt, der Islam wird siegen und ihr werdet alle sehen. Ich gucke ohne Kopftuch. Sie ist geschminkt. Ja, das ist... Wo ich mir denke, Alter, du hast Größenprobleme, wenn der Islam siegt, nicht ich. Ja, genau. So, du hast ganz halt geschrien, nimm an. Hallo? Gottes Segen erstmal. Ja, Gottes Segen. Tag, was sagst du über Sure 4, Vers 34? Also, als allererstes, ja, in Sure 4, Vers 34,
wenn man sagt, schlag die Frau, ja, es gibt keine 100-prozentige, richtige lyrische Übersetzung von dem Koran. Ihr habt hier eine Definition von etwas, was nicht richtig oder 100% übersetzt ist. Und dazu gibt es noch ein Tafsir, der genau erklärt, was darin gemeint ist. Ja, ja, Ibn Abbas. Würdest du Ibn Abbas ablehnen? Würdest du Ibn Abbas ablehnen? Weil du dich gerade ins Bein geschossen hast. Weißt du, was deine Tafsir-Gelehrten sagen? Sie sagen, ja, schlag eure Frau. Guck mal, der Tafsir Ibn Abbas sagt sogar Geiseln. Er mahnt sie mit dem Koran. Meidet den Ebet, kein Gesicht zeigen und geiselt sie. Das sagt der Cousin von Mohammed, Ibn Abbas. Ja? Sollen wir auch Ibn Kathir lesen? Sollen wir Al-Qutubi lesen? Sollen wir Al-Jalalain lesen? Das sind die Tafsire von euren Gelehrten, ja? Also erzähl keinen Quatsch. Du machst dich schon höher als die Gelehrten. Was ist da los? Mein Lieber, du hast Hass in dich. Das ist okay. Weil du den Herrn Jesus Christus noch nicht hast. Wenn du dein Leben umkehren würdest, den Herrn Jesus Christus annehmen würdest, du würdest diesen Hass nicht in dir tragen. Du würdest sogar deine Feinde lieben. Wenn du den Hadith hast mit der Frau, bitte sagen. Sofort. Ich öffne. Mein Lieber, du musst wirklich den Herrn Jesus annehmen. Geh doch ins Gebet, frag Gott, wer bist du? Das sind einfache Sachen. Na? Pavlos, du wirst bei Daniel erwartet. Ich schenke ihm keine Aufmerksamkeit. Und zweitens, ich habe wirklich viele Gespräche geführt im privaten Raum und im öffentlichen Raum. Es reicht. Titus Kapitel 3, Vers 10 sagt 2 bis 3 Mal. Ich habe mehr gemacht. Es reicht. So, jetzt gehe ich weiter. Also meine Lieben, ohne den Herrn Jesus Christus geht ihr verloren. Auch diese verlorene Seele, die gerade hier oben ist, die braucht auch den Herrn Jesus Christus. Ohne den wird der muslimische Ehefrau auch mitschlagen. Wegen Sure 4, Vers 34. Also in Sure 4, Vers 34, ja, in eurer falschen Übersetzung, oder wenn ihr das nicht richtig erklärt habt. Warte. Darf ich nur eine Frage stellen? Das ist das Problem von diesem Koran. Warte. Von diesem Koran. Warte. Von dem Koran, den ich gelesen habe, ne? Müsste ich den jetzt verbrennen und wegschmeißen, weil der laut deinen Augen verfälscht ist? Der Koran ist nicht verfälscht. Es gibt nur einen einzigen richtigen. Müsste ich den jetzt verbrennen und wegschmeißen? Wieso willst du den verbrennen und wegschmeißen? Na, weil du ja sagst, es ist falsch, was da steht. Cool. Aber der Koran wurde mehrfach umgeschrieben. Wenn du mich aussprechen lassen würdest, dann würde ich das versuchen, dir zu erklären. Na komm, ich bin jetzt gespannt. Ich bin jetzt gespannt, was deine Erklärung ist, obwohl es genauso steht. Aber ich bin gespannt, komm. Wenn du mich nicht unterbrechen würdest, würde ich auch. Ja, komm, rede. Gut. In Sure 4, Vers 34, ja, steht ja, dass man seine Frau schlagen soll, wenn sie einem im Ehebett meiden sollte, richtig? Wenn der Ehemann befürchtet, dass sie Allah nicht ergeben ist, dass sie nicht gehorsam ist. Ja. Okay, gut. Es gibt gewisse Rechte, die hat ein Mann auf seine Frau, und es gibt gewisse Rechte, die hat eine Frau auf ihren Mann. So, jetzt werde ich jetzt versuchen zu erklären, erstmal mit den Rechten und dann mit deinem Problem in deinem Vers da drin, ja? Okay. So. Was ist jetzt los? Was ist das denn? Okay. Komm, erzähl weiter. So. Der Mann hat Recht darauf, im Ehebett darauf anzufragen, ob es in Ordnung ist. Wenn jetzt die Frau zum Beispiel sagt, nee, ich will nicht aus dem und dem Grund oder aus dem Grund, dann ist es in Ordnung. So, wenn es jetzt aber keinen Grund gibt, der Mann hat einen Anspruch darauf, Geschlechtsverkehr zu haben. So, was jetzt nicht bedeutet, dass er jetzt beharren sollte und ihr sagt, ey, hör mal zu, du hast das jetzt zu erfüllen und hin und her, ja? So, okay. Jetzt bringe ich dich weiter. Gib mir nur einen Moment. So, genauso hat die Frau dasselbe Recht. 100% dasselbe Recht, keinen Unterschied. So, bis zu diesem Bezug. Darf die Frau dem Mann schlagen? Ich komme darauf zu. Okay. Sorgen. Und das mit dem Schlagen, ja, in eurer Unordnung. Das ist nicht meine, das ist euer Koran, aber erzähl weiter. Eure falsche Übersetzung, weil den Koran. Erzähl weiter. So. Die beiden haben also dieselben Rechte bis zu diesem Punkt, dass beide ein Anrecht
auf gewisse Sachen haben, sage ich mal jetzt. Es geht nicht nur ums Ehebett, sondern auch um andere Dinge, wie zum Beispiel Geld und so weiter. So, jetzt Sure 4, Vers 34 sagt ja aus, dass man, also die deutsche Übersetzung sagt aus, schlagt sie, wie ungefähr auch die arabische Übersetzung aussagen würde. Aber eine Erklärung dieses Verses sagt dir, dass es mit einem Miswak zu tun ist. Ein Miswak, das kannst du vergleichen mit einem Zahnbürste, ne? Nein, eine Zahnbürste ist relativ robust, so wie wir sie kennen im europäischen Sinne. Also bitte. Ich weiß, was ein Miswak ist. Ich weiß das. Genau, ein Miswak, woraus wird ein Miswak hergestellt? Der Miswak wird aus einer Baumrinde gewonnen. Ja. Wie kommt ihr auf den Miswak? Wie kommt ihr auf den Miswak, wenn es so keiner steht? Der besteht aus Baumrinde, weil in dieser Baumrinde gewisse Stoffe sind, die zur Reinigung des Zahnfleisches sind und für die Zähne. Ja, bitte weiter. Der Miswak ist ungefähr, ja, so zwischen 9. Eine Hand groß. Nein. Den muss man noch schneiden. Also er ist ungefähr zwischen 7 und 15 Zentimetern im Schnitt lang und ungefähr mit einem Durchmesser von 0,5 Zentimetern vielleicht. Ja. So. Ja, Zahnbürste, so wie damit, guck mal, sollst du sie nicht schlagen, sondern ermahnen. So. Ich muss kurz Zwischenfrage stellen, dass ich das richtig jetzt verstehe. Also, dann komme ich als muslimischer Ehemann. Warte. Ich muss doch mitkommen. Ich will doch verstehen. Also, als muslimischer Ehemann, so habe ich das jetzt verstanden, ja? Als muslimischer Ehemann, die verweigert mir jetzt den Geschlechtsverkehr. Obwohl es ihr Gesundheit nicht gut geht. Die verweigert es mir. Ich ermahne sie mit dem Koran, die will nicht hören. Dann meide ich sie im Ehebett, ja? Mäßig. Aber dann komme ich hier, und dann kommt ja das Wort schlag sie. Dann komme ich mit meinem Miswak, ja? Gehe dann mit meiner, so wie eine Zahnbürste, ne, dass sie das verstehen, wie groß sie sind, wie groß das ist ungefähr. Ich komme mit so einer Zahn, hör doch zu, bitte. Oder ich kannst du mich so bitte nebenbei groß machen? Ja, mach ich. Mach mich groß und erzähl bitte weiter. Ich möchte nur zeigen. Zeig in der Zeit, ich rede. Also, dann komme ich mit meinem Miswak, dann gehe ich hin. Miswak, Originalherstellung wie zu Mohammeds Zeiten. Ja, zeig mal zu Mohammeds Zeit, zeig mal. Ja, da komme ich mit, in der Zeit erzähle ich seine Vision. Ja, komme ich mit meiner Zahnbürste, gehe hin und dann haue ich sie so mit einer Zahnbürste. Das ist Mohammeds Zeit, auch doch keine Zahnbürste. Ich kann lügen, deswegen unterbreche ich dich hier. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Muslime. Also mit dem Miswak darf man die jetzt schlagen, richtig? Ich bitte dich nicht zu lügen. Ist das richtig? Darf man mit dem Miswak die Frau schlagen? Schlagen ist ein falsches Wort. Was ist das denn? Streiche sie? Du hast gerade selber gesagt, der Arabische steht auch drin. Also Miswak. Das war Mohammeds Zeit. Eure Übersetzung ist richtig. Aber darf ich was fragen? Nur eine Frage. Nee, du hast meine Frage nicht beantwortet. Muss ich sie damit kitzeln oder muss ich so streicheln? Weder noch. Du musst es mir praktisch erklären. Nein. Erklär mir, wie mache ich das damit? Was muss ich machen mit dem Miswak? Das ist das falsche Wort. Ja, was mache ich denn? Bitte erzähl mal, ich bin gespannt. Was mache ich denn damit? Guck mal, die beste Art, einem Muslim entgegenzukommen oder einem Bruder oder auch einem Nicht-Muslim, ist immer mit der guten Art. Verstehst du? Das heißt, fängst niemanden anzuschlagen, mach dir keinen Kopf. Ja, bitte erzähl mal, was mache ich damit? Die hat die Legitimation, aber es zu machen. Was mache ich damit? Auch ein Deutscher, der ein Konvertierter ist und der weiß ganz genau, wie schlagen niemanden. Der weiß das. Mann, erklär mir doch jetzt bitte, was ich damit mache. Hier in deinem Stream steht, Israel gehört den Juden. Hallo. Merkst du, wie du ablenkst? Die Frauenhäuser sind voll von muslimischen Frauen. Ja, weil meine Mutter arbeitet in diesem Frauenhaus. Ihr Frauenhaus ist voll mit Antwort auf deine Frage, wenn du auf meine Antwort. Die grün und blau geschlagen wurden. Ja, ich zeig dir gleich, wie die Sahaba, wie Aisha selber überliefert hat, dass die muslimische Frau am meisten leiden muss, dass die grün und blau geschlagen werden. Ich kann das alles öffnen, Leute. Leute, ich... Bitte, er redet einen Islam, den es nicht gibt. Seine Tafsir-Gelehrten sagen, man soll die Frauen quälen. Ihre Haut ist zwischen 100... Bruder Urban. Öffne mal, guck mal, wir brauchen nicht an TikTok Shisha-Muslim fragen.
Wir fragen doch jetzt direkt ein Tafsir, weil wir beruhen uns auf ein Tafsir. Hol mal den Cousin von Mohammed, Ibn Abbas. Ja, du weißt du, wie du das findest, oder soll ich das dir kurz schicken, den Link? Nee, alles gut, ich kenne das. Okay, dann machst du Sure 4, Vers 34 und dann mache ich Obern groß und dann lesen wir von Ibn Abbas, wie er Sure 4, Vers 34 erklärt, ja? Also wir haben jetzt seine Erklärung gehört, nein, wir haben jetzt deine Erklärung gehört, ein TikTok-Muslim, und jetzt frage ich einen richtigen Moslem, der Cousin von Mohammed, der da gelebt hat, der alles miterlebt hat, und den frage ich jetzt, wie Sure 4, Vers 34 erklärt wird. Wir fragen doch den, ist doch besser. Ibn Abbas. Schämst du dich für Ibn Abbas? Wenn du sagst, Israel gehört den Juden. Hallo, da können wir gleich eingehen. Stück für Stück, mein Bester. Ja? Stück für Stück. Ja? Du kannst ganz normal mit mir reden. Ja, also, du redest aber anscheinend nicht mit mir normal, weil du immer ablenkst. Das mag ich nicht. Nein, ihr lenkt ab. Hier steht, Israel gehört den Juden. Und jetzt redest du über Sure 4, Vers 34. Hallo, das steht aber im Koran. Das steht aber auch in deinem Koran. Sure 5, Vers 20 bis 22 steht drin, dass Israel den Juden gehört. Aber wir gehen gleich drauf ein. Ich möchte bei Sure 4, Vers 34 bleiben. Ich will nicht, dass du dich schämst. Ja? Wir kontrollieren. Erwähnt, dass Israel den Juden gehört. Das stimmt nicht. Mann, immer das Gleiche mit denen. Warum könnt ihr nicht einmal kurz warten? Wir wollen doch eine Kontrolle machen. Ich komme mit Quellen. Ihr kommt mit Quelle, vertrau mir. Aber dann stumm ich doch nicht. Ja, dann warte doch. Dann geh nicht auf Israel jetzt. Bruder Urban, hast du das schon? Ja, ich habe das schon. Aber es ist doch euer Thema, da steht doch Israel gehört. Ja, gleich, aber gerade reden wir über so Vers 4, 34. Bitte nicht ablenken, ich mag das nicht. Ich mag keine Ablenkung. Es gibt viele Erklärungen von Sure Vers 4 und Vers 34. Dann lass doch den Cousin von Mohammed fragen, wie er es erklärt. Ist okay? Aber es ist doch okay, wir müssen doch prüfen. Habt doch bitte Geduld. Ein bisschen Geduld ist doch viel zu verlangt. 2 Minuten, wenn überhaupt. Bitte. Bruder, ich muss das arabische Original finden. Ne? Weil in der englischen Übersetzung lügen die auch extrem. Warte, ich muss mal gucken, ob ich das auf Arabisch finde. Nein, die Übersetzung ist super, glaub mir. Gerade sagst du, es gibt falsche Übersetzungen und jetzt sagst du. Nein, die Übersetzung ist 1A, glaub mir. Versuch mal auf Chinesisch oder so und dann macht man nochmal auf Deutsch und Chinesisch. Der ist heftig. Ja, du weißt, was er gerade gesagt hat? Er hat sogar gesagt, auch in Arabisch steht Schlagzi. Sagt er selber, ne? Und dann hat er aber Miswak. Und dann haben wir den Miswak gesehen. Einfach so groß wie so ein Baumast, ey. Heftig, ey. Aber wir gucken jetzt, was Ibn Abbas sagt. Das ist doch besser. Ich will eine Kontrolle machen. Ich beruhe mich auf die Gelehrten von den Muslimen. Das ist ein Tafsir. Ey, die Imame lesen von Tafsiren. Älter als der Staat Israel? Wie bitte? Es gibt Menschen, die sind älter als der Staat Israel. Was erzählst du? Israel ist seit am Beginn der Zeit. Sure 5, Vers 20 bis 22. Steht sogar, dass Allah sagt, Israel gehört den Juden. Aber bitte lenk nicht ab. Ich will auf Sure 4, Vers 34 gehen. Bitte, Urban, hast du das schon? Ja, ich kann das öffnen. Okay, bitte, ich mach dich jetzt groß. Ich wundere mich nicht, wenn ihr mich rausschmeißt. Ich sag euch ehrlich, weil ihr stumpft mich die ganze Zeit und. Mann, schäm dich jetzt nicht. Guck dir jetzt die Erklärung an. Die Frauen verantwortlich. Sie haben Autorität über sie. Sie disziplinieren sie und halten sie in Schach. Aufgrund dessen, womit Gott die einen gegenüber den anderen bevorzugt hat. Also Gott hat den Mann gegenüber der Frau bevorzugt. Man muss sie disziplinieren und sie in Schach halten. Jetzt geht's weiter. Also wie in dem Spiel Schach quasi. Womit Gott die Eingänge bevorzugt hat. Das heißt, weil Gott ihnen den Vorteil gegenüber den Frauen in Bezug auf Wissen gegeben hat, Vernunft, Autorität, also das kann ich nicht so unterschreiben. Viele, viele Frauen sind den Männern weit überlegen. Da hat Gott einen Fehler gemacht. Gott hat recht. Wir lesen in Ruhe. Die Frauen von ihrem Eigentum ausgegangen, rechtschaffend, Frauen unter einem ihrer Ehemänner gehorsam und bewachen das Verborgene, bla bla. Genau. Weiter. Das heißt, ihre Intimbereiche auch sonst während der Abwesenheit ihr Ehepartner aufgrund dessen, was Gott für sie, er versteht denn hier nicht alles, bewacht hat, als er ihm befohlen hat, männliche Ehepartner, gut. Bruder, ich kann das nicht lesen. Das ist ja, jetzt kommt es, jetzt wird so, hallo, warte. Jetzt kommt es, warte. Nein, ich mag es nicht, warten. Und den du fürchtest, dass sie aufsässig und ungehorsam sein könnten, wenn solche Zeichen auftauchen, ermahne sie, lass sie Gott fürchten und teile ihre Betten nicht mit denen, ziehe dich in andere Betten zurück, wenn sie solche ungesunden Zeichen, schlage sie, aber nicht mit Gewalt, wenn sie ihre
sich weigern, ihre Rebellion aufzugeben. Entschuldigung, stopp, ganz kurz. Wie soll man sie schlagen, wenn ohne Gewalt? Na, ja, du brauchst doch nicht so wegtreten. Ach so, ne? Also ist das Schlagen mit dem Miswak jetzt gewaltlos? Nein, dieses normales, ihr definiert es als gewaltlos, genau. Wenn man einfach so mit so einem riesen Stock, sage ich jetzt einfach mal, auf eine Frau schlägt. Das ist ja gewaltlos für euch. Du hast selber vorgelesen, es ist primitiv. Das bedeutet, es kommt darauf an, wie du Gewalt definierst. Ibn Abbas sieht das doch nicht als Gewalt, wenn es doch Schlagen ist. Schlagen ist doch keine Gewalt. Weil Allah es doch sagt, ist es doch keine Gewalt. Dann ist es doch nur Erziehung. Das ist auch keine Gewalt, oder? Das ist was anderes. Also wenn ich mit dem Stock komme, auf dich haue, ist es keine Gewalt. Es ist Erziehung. Genau. Es ist Selbstverteidigung, wenn ich mit Kriegsverbrechen... Leute, schaut mal. Leute, schaut mal. Was sagt du? Leute, lies mal, bitte. Wir haben 206 Leute. Du hast dich gerade selber widerlegt. Als nein, mein Bester. Guck mal. Sahih al-Bukhari 3237. Du hast dich doch selber gerade widerlegt. Nein. If a husband calls his wife to his bed to have, ich lese das jetzt nicht vor, and she refuses and causes him to, also wenn der Mann die Frau für SEX ins Bett ruft, und die Frau Nein sagt und wütend ins Schlafen geht, die Angels, die Engel, werden auf eine andere Sprache. Also wenn die Frau nicht Oban, ist deine Verbindung weg? Wenn Engel kommen, steht da, und die werden die Frau die ganze Nacht verfluchen. Horst, eine Frage. So, und was ist denn? Weil ihr definiert ja Schlagen als nicht Gewalt. Schlagen ist ja für euch was Normales anscheinend. Ja? Nein, da steht und ja wenn du, wenn ich mit Miswak komme und jemanden schlage und der Miswak ist nicht so groß, wie du es beschrieben hast, sondern Mohammeds Zeit war der Miswak riesig. Ja? Und da war das so wie ein Stock, wie so ein Arm ungefähr Mohammed die Länge. Sallallahu alaihi wasallam, der war nicht das so Ding groß. Ist, kann ich auch ganz kurz reden? Das gibt's doch gar nicht. Adam alaihi salam war groß, ja. Der war der erste Mensch und der erste Prophet, der war groß, ja. Das Nein, ich rede nicht von Adam, die Menschengröße. Aber von dem Miswak. Sallallahu alaihi wasallam, er war nicht groß. Hallo, ich rede von. Warte, das hast du mal. Ich etwas groß, fragen, von weit. Das, was du gelesen hast, weil du hast ja gelesen, man soll sich schlagen, ohne Gewalt anzuwenden. Hallo. Wie schlage ich eine Frau? Ganz einfach. Ohne Gewalt laut anzuwenden. Laut den Islam ist das so. Du gehst hin und schlägst sie. Und dann ist das so. Es ist keine Gewalt. Ihr nennt das Erziehung. Aber es ist laut deutschem Recht Gewalt. Es ist Gewalt. Das ist doch keine Erziehung, wenn du deine Frau. Mal, was ich bin auf jeden Fall für die Scharia überall auf der Welt. Ich bin okay. Dann, wenn das der Verfassungsschutz hören würde, hättest du ein Problem. Das ist das einzige wahre, richtige Gesetz. Ja, wenn der Verfassungsschutz hören würde, hättest du ein ganz anderes Problem. Ich bin reingekommen, nur eine Frage was dazu sagen, ja, weil in. Ja, okay, Ende ist Gottes Segen erstmal. Was liegt auf den Herzen? Also, Pavlos, guck mal, die richtigen Juden, okay? Wieso demonstrieren die selber gegen Israel und leben nicht mal in diesem Land? Das ist erstmal Meinst du diese Minderheit, die behauptet, den Holocaust hat es nicht mal gegeben? Meinst du diese Juden? Nein, ja, die Juden, die wissen, sie dürfen kein Land haben, weil sie damals sehr viele Fehler gemacht haben. Ja, weil sie verleugnen über den Holocaust. Ja, den Holocaust verleugnen die sogar. Kannst du mir die Frage mal sagen? Ja, genau. Ja, den hat es anscheinend nicht gegeben. Ja, alles klar. Enes, kurze Frage. Was steht denn, Enes, du bist doch belehrt anscheinend in dem Koran. Ich kann nicht. Ich bin nicht belehrt. Aber ich kann dir eins sagen. Was willst du mir dann erklären, wenn du nicht belehrt bist? Ich habe den israelischen Pass sogar, weil ich aus Nazareth komme. Und ich kenne mich mit der Sache Israel-Palästina, glaub mir, mehr aus als du. Ich habe ich habe die Bibel gelesen und ich lese auch den Koran. Also sehe ich noch Bibel, Israel gehört den Juden. Auch, in der Bibel laut Koran, Israel gehört den Juden. Dann weißt du doch, dass in der Bibel auch schlechte Sachen stehen, oder nicht? Was für schlechte Sachen? Erzähl doch keinen Quatsch. Hast du die Bibel je in deinem ganzen Leben mal gelesen? A bis Z? Was? Ich kenne den Namen von dem einen da nicht, der gerade gesagt hat. Nenn mich einfach Zacker. Okay, Zacker, was war deine Frage? Anis, Benjamin Netanyahu ist doch der Minister aus Israel. Das ist ein Zionist. Das sind doch keine Juden, das sind jüdisch orthodoxe. Ja, das spielt keine Rolle. Ich habe nur gefragt, ob er ihn kennt. Guck mal, nur ganz kurz. Wir haben nicht mal was gegen Juden. Ich schwöre, das sind unsere Cousins eigentlich. Warte, du hast einen israelischen Pass, du redest davon, ich habe nichts gegen Juden. Was bist du? Ich bin Palästinenser, aber ich habe den israelischen Pass. Wir haben also bist du ein Palästinenser, Wir haben was gegen Zionisten. Ja, genau. Erstens. Wir haben aber darf ich dir was sagen?
Wenn du den Koran doch kennst, was steht in Sure 5, Vers 20 bis 22? Ich will eigentlich nicht mal auf das Religiöse gehen. Ja, aber nein, wir müssen doch laut Koran und Bibel gehen. Wir müssen nicht laut Quelle Habibi gehen. Also, wieso willst du aber aufs Religiöse gehen? Das gibt's doch gar nicht. Kann man keinen Dialog führen oder wie? Wieso gehst du aufs Religiöse? Wieso gehst du nicht aufs Menschliche? Hallo, ich bin ein Prediger. Ich verkündige das Wort Gottes und ich decke den ganzen Islam auf. Also, was steht in Sure 5, Vers 20, 22? Also für mich, ich bin eigentlich nur reingekommen, um über das Religiöse. Hallo, dann bist du im falschen Stream. So 5, Vers 20, 22 steht, Allah sagt, Israel gehört den Juden. Hey, Pablo, guck mal, dann gehen die wieder weg. Wenn die Menschen quengen, gehen, hauen die alle ab. Bist du dafür, dass die Kinder in Palästina abgeschlachtet werden? Nein, ich bete auch für die palästinensischen Kinder. In Palästina sind über 50% Willst du die Meinung hören von einem echten Christen? Warte, du bist kein echter Christ, weil du liebst nicht Jesus, du liebst nicht Isa a.s. Wenn du ihn lieben würdest, würdest du nicht so eine Zukunft spalten zwischen den Menschen. Mal, erzähl doch keine Lügen hier. Also, ich bete für die Palästinenser. Wenn ich die Wahrheit rede. Du stummst. Welche Wahrheit, du Jai? Du hast ja nicht mal Ahnung von dem Koran. Wenn ich sage, dass du Zukunft spaltest. Hab doch Geduld. Also, ich bete, das gibt's sogar nicht. Noch einmal reden und dann schmeiß ich dich raus. Also, ich bete für die Palästinenser, ich bete auch für die Israeliten, ja, die an der Regierung sind in Israel, das sind echte Zionisten, ja, alles Satanisten. Das bedeutet, die sind von diesen Rothschilds und so weiter. Aber es ist wirklich Juden, die sind nicht so. Aber wir wissen, dass viele Juden den echten Gott verwehrt haben. Das heißt, die werden auch gezüchtigt. So ist es ja nicht. Die schützende Hand des Herrn ist ja nicht immer da. Dann legt er die auch mal weg, um die Zucht zu geben. Weißt du, was wir aber auch nicht vergessen, die Prophezeiungen erfüllen sich. Denn es wird Krieg und Kriegsgeschrei kommen, erschreckt aber nicht, steht geschrieben. Es wird so kommen. Na, und wir sehen auch, dass bald Gaza nicht mehr existieren wird. Gaza wird bald verschwinden. Hör doch zu. Die Bibel sagt in Zephania, Kapitel 2, Vers 4, dass Gaza bald, hallo, dass Gaza bald weg ist, also so ein Ödland wird. Ja, der Islam wird siegen. Ja, ist so. Also, wir sehen, das heißt, das wird dann verlassen, wenn die Prophezeiungen fühlen sich gerade vor unseren Augen, meine Lieben. Die Bibel hat recht. Bruder Urban, du wolltest mir zeigen, dass die Engel die Frauen verfluchen, die ganze Nacht. Ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und es gibt noch ein Satz hier. Nicht gezeigt? Habt ihr das vorher nicht gesehen? Doch, aber du warst kurz weg mit der Verbindung. Urban, es gibt nur noch ein Satz hier. Warte, ich zeig dir das. Ich lese es dir vor. Ich lese jetzt das hier von Ibn Abbas nochmal vor. Warte bitte. Guck mal jetzt, was da steht. Das ist heftig. Sure 4. Guck jetzt. Ich vertraue der englischen Übersetzung. Ich war jetzt irgendwo vorbereitet, aber ich nehme nie die englische Übersetzung, weil in der englischen Übersetzung lügen die so extrem. Ja. Ich weiß. Warte. Sure 4, Vers 34. So, guck mal hier, was da steht. Warte, das ist Ajalal Line. Da könnte ich auch gleich gucken, was da steht. Ibn Abbas. Was da steht? Da steht einfach, sind sie Allah bezogen auf ihre Ehemänner gehorsam und beschützen ihre Person, der Reichtum, blablabla. Wenn ihre Ehemänner sind nicht vorhanden, was Allah bewacht, warte, gleich kommt das. Ihr kennt die Religion, also ihre Ungehorsam euch gegenüber im Bett, ermahnt sie durch den heiliges Wissen und den Koran und verbannt sie in getrennten Betten, wendet eure Gesichter von ihm im Bett ab und sie geiseln auf milde, unübertriebene Weise. Wenn sie dir dann gehorchen im Ehebett, dann ne, ist Allah erhaben groß und so weiter. Das ist heftig. Was da alles steht, das ist so heftig. Bruder, weißt du, was das Geile ist? Man muss nicht mal wissen, von wem der Tafsir ist. Man muss Ibn Kathir, Al-Jalalain, Ibn Abbas, egal von wem du nimmst, du weißt, es steht sowieso eine Katastrophe drin. Du musst nicht mal Angst davon zu haben, zu sagen, wir gehen zum Tafsir. Ich sage immer, wir gehen zum Tafsir, egal von wem, weil ich weiß, es ist egal von eine Katastrophe. Die Katastrophe ist schon drin. Ja. Ich war noch nie enttäuscht, wenn ich zu einem Tafsir gegangen bin, dass ich nicht noch nie. Der wirklich nie enttäuscht. Der hat immer das gesagt, was er sagen soll. Hallo, guten Tag. Ja, Gottes Segen. Was sagst du zu Sure 4, Vers 34? Die Bibel ist voller Fehler. 6500. Sag erstmal so 4, Vers 34. Wie stehst du dazu? Komm, antworte normal wie ein Mensch.
Eure Bibel ist voller Fehler, mein Freund. Zu wem hat Jesus... Warte, Bruder, lass. Nein, hätt's mal gelassen, bitte. Oh. Guck mal, diese immer die gleiche Stadt, der Versuche, 4 Vers 34, geht danach auf die Bibel. Nein, der möchte keinen Dialog führen, er möchte einen Monolog führen. Das hat doch keinen Sinn. Hättest du ihn gelassen, weil das ist so ein Knockout für sich selber. Die Muslime kommen alle mit dem Vers, aber keiner hat weitergelesen. Das ist so geil. Keiner liest. Nein, keiner liest. Komm, nimm mal den nächsten hier. Oh, nee, warte, den will ich nicht. Den habe ich schon 1000 Mal geredet. Ich nehme den hier. So. Ja, meine Lieben, dann schauen wir ein bisschen weiter. So, Gottes Segen. Wie stehst du zu Suche 4, Vers 34? Hallo? Hörst du mich? Bruder, pass auf, nicht, dass er jetzt ein Video zeigt, wofür du gesperrt wirst. Keine Sorge, ich mache sofort einen Rauschmiss. Ich würde wegen sowas gesperrt. Da haben sie. Keine Videos Sorge, der Herr, die Schütze in der Hand des Herrn ist immer da. Hallo, willst du reden? Okay, dann tschüss. Ja. So, komm, der schreibt hier gerne was. Nimm mir mal den hoch. Der behauptet hier, wir haben Angst. Ich habe Angst vor niemandem. Ich habe dich direkt eingeladen, da können wir gerne drüber reden. Die schreiben, aber du hast Angst, die kommen eh nicht hoch. Leute, jetzt ist er oben. Ah, der ist wieder weg. Ja gut, meine Lieben, ne, ohne den Herrn Jesus Christus geht ihr wirklich verloren. Weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir wissen, dass die Bibel älter als der Koran ist und dass die Bibel die einzig wahre Wahrheit ist. Die Bibel ist nicht verfälscht. Gib mir doch eine Quelle, wo die Verfälschung ist. Es gibt keine Verfälschung. Wenn wir prüfen und sehen, was richtig und falsch ist, erkennen wir, dass im Koran nur Hass verbreitet wird. In der Bibel wird die Liebe verbreitet. Ja, diese Unterschiede sehen wir. So, jetzt holen wir den nächsten auch. So, moin. Ich habe Angst. Guck mal, erstens, du hast ja was zitiert, dass die Muslime Frauen schlagen dürfen. Ne? Ich habe Koran zitiert. Ich habe nicht was zitiert, sondern Koran. Du sagst ja, dass. Damit ist ja mit Schlagen. Ich das gar nicht, ich habe nur ein Tafsir vorher gelesen. Dass wir Tafsir von Ibn Abbas und Ibn Kafir gelesen haben. Genau, ja. Dazu wollte ich auch noch mal was sagen. Warte, nach die kurze Frage: Würdest du Ibn Abbas und Ibn Kafir ablehnen? Nein, ich lehne die nicht ab, aber jetzt hörst du das. Also musst du die Erklärung dann annehmen, richtig? Bitte? Also nimmst du die Erklärung an, wenn die was erklären, richtig? Ja, ich stimme die. Urban? Was dazu sagen? Weil du fragst mich doch für eine Frage. Ja, doch, du kannst ja was sagen. Urban zeigt in der Zeit den Tafsir. Ja, guck mal, ja, der Tafsir ist, ich stimme von Ibn Abbas und den Sheikh Ibn Kathir die Tafsir an. Aber jetzt hör mal zu, Brudi, die Bücher oder die Tafsir, die weitergegeben werden, man muss gucken, wer das übersetzt hat oder wer das weitergegeben hat. Das kommt auch noch dazu. Mich jetzt veräppeln? Nein, welche sollen wir nehmen? Von wem sollen wir das? Nein, nimm uns ein Beispiel, von wem wir es nehmen sollen. Wir nehmen sofort. Sag, von wem soll ich Tafsir-Buch nehmen? Von wem? Nein, ich sage, ist der richtig Sheikh Ibn Baz und Sheikh Ibn Kathir haben ja Tafsir. Also akzeptierst du. Aber wenn die auf Deutsch übersetzt werden, beispielsweise, oder. Ja, klar, keiner kann die auf Deutsch übersetzen. Der ist doch so eine billige Ausrede. Ne? Komm. Warum ist es eine billige Ausrede? Warum veräpple mich nicht? Okay, guck mal, ich sag, man darf schlagen. Aber was meine Lieben, nein, das ist wieder so ein Argument. Ne? Meine Lieben, merkt ihr das? Keiner kann was übersetzen. Keiner. Du musst geboren sein, um Arabisch. Ich hab doch dir doch Cash gegeben. Ich hab doch nicht gesagt, stimmt nicht. Man darf schlagen, aber wie ist es damit gemeint? Man darf schlagen. Jetzt erzähl mal. Ja, jetzt, aber du hast gesagt, man darf Frauen schlagen. Okay, jetzt kommen wir in der Sache näher. Okay, guck mal. Erstens, schlagen meint man erstmal, dass man gewinnen sollte. Das ist die erste Sache. Ja, wie Sache. Gewinnen? Ich schlage so, man gewinnt schon. Kannst du uns bitte eine Verserklärung zeigen, wo steht, dass man gewinnen soll? Und das heißt es, und schlage sie, vermeide sie, nein, und schlage sie. Bitte nicht, einen Tafsir-Gelehrten, deinen großen, einen nennen, der das geschrieben hat. Du darfst ich such dir die raus, ich komme gleich mal hoch, ja? Ja, bitte. Ich muss Laptop kurz raus. Aber komm uns bitte nicht meinen Tafsir-Gelehrten von 2021, bitte. Letztens kam einer. Und hat mir so komplett widersprochen, ich war so erschrocken. Und er sagt, ja, das steht im Tafsir. Ich so, in welchem Tafsir? Da bringt er von einem syrischen Tafsir-Gelehrten, der heute noch lebt. 2021. Der lebt heute noch einfach. Ja, mich zerstört. 2021 war immer heftig. 2021, so gerade gedruckt von der Druckmaschine. Hallo? Ja, Gottes Segen. Was liegt auf den Herzen? Ich habe eine Frage. Bitte.
Und zwar, guck mal, ich beschäftige mich jetzt halt ein bisschen mehr mit dem Christentum und Ja. will halt, natürlich hinterfragt man auch ein paar Sachen, ne? Ja. Und auf jeden Fall möchte ich dich fragen, also Matthäus 24, Ja, bitte. also man sagt ja, Jesus ist ja Gott und Jesus auch Sohn, ne? Ja, genau. Der Sohn wurde, also ich zeige dir ein Bild, damit du es auch bildlich ein bisschen siehst, ne? Bitte schön. Also, wir haben einen Gott, ein Wesen, ne? Wir glauben ja nur an einen Gott, es gibt nur einen Gott. Der offenbart sich aber in drei Personen. Das heißt Vater, Sohn, Heiliger Geist. Vater Gott, Sohn Gott, Heiliger Geist Gott. Der Sohn wurde aber Mensch. Also der Sohn wurde Mensch. Der Sohn wurde Mensch. Aber er ist Gott. Weil es ist nur, dass du mich ein bisschen besser verstehst. Es ist Gottwesen, der sich aber in Vater offenbart, in Sohn offenbart und in Heiligen Geist offenbart. Er offenbart sich nur in drei Personen. Der sich Vater nennt, Sohn nennt und Heiliger Geist nennt. Das ist ein Name. Okay. Und der Sohn wurde Mensch, also Gott wurde Mensch. Gott ist allmächtig, er kann das. Und Gott ist so allmächtig, er kann überall sein. Ihm ist ja nichts unmöglich. Also, wenn er unten ist, kann er auch oben sein. Ne? Ist also Jesus ja Gott und Jesus auch Sohn, ne? Gott ist ja allwissend. Genau. Ist der Sohn dann auch Warte, Bruder allwissend? Roman, warte. Ich kenne die Frage schon. Ja, bitte. Also Sohn ist dann auch allwissend, ne? Sohn ist auch allwissend, aber wo der Mensch war, nicht allwissend. Weißt du warum? Philipper Kapitel 2, 6 bis 8 muss man lesen in der Bibel. Warte, 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 warte. Warte, ich muss noch lesen. Weil, da steht drinnen, Ich der weiß gerade wurde nicht, Mensch. welche Kapitel du meinst. Philipper Kapitel 2. Warte, ich schlag's auf. Das ist sehr schön. Das finde ich super, was du machst. Ne? Kontrollieren. Sehr gut. Warte, Kapitel 2 und Vers. 6 bis 8. Okay. Lies mal vor, lies mal, damit du es ein bisschen, lies mal einmal laut vor. Sekunde. Okay, obwohl ihr in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete drauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Genau. Also, wir sehen, der Mensch war gehorsam. Ne? Der war 100% Mensch, 100% Gott. Das heißt, der Mensch war gehorsam gegenüber dem Vater, bei der Trinitäteinheit und letztendlich also gehorsam gegenüber Gott, aber er ist ja selber Gott. Aber der Mensch, der erfundene Mensch, der erfundene Fleisch erfundene Mensch, der geboren ist und erschaffen worden ist, der ist gehorsam, weil er ein Mensch ist. Und der wusste auch den jüngsten Tag nicht, weil er nicht wie ein Raub festigt, Gott gleich zu sein. Gott ist doch so allmächtig. Ist es ihm möglich, sowas zu machen? Er hat immer Zugriff drauf gehabt, aber hat es nicht wie ein Raub festgehalten. Genauso steht das. Das Oder hat er nicht um erst. dazu sagen, dass uns Gott die komplette Geschichte, wie es im jüngsten Tag sein wird, was passieren wird, die Vorzeichen komplett in der Johannes-Offenbarung gegeben hat, der Herr Jesus Christus. Ja, nicht nur Johannes, also da steht ja überall, die ganze Bibel kann man Ja. da einmal Die lesen, ganze also findet man immer Offenbarung was von heraus. Und was man sagen kann, Samira, hast du das verstanden? Um ehrlich zu sein, nein. Es war viel zu schnell, viel zu kompliziert. Mach so, stell mir die Frage, die du nicht verstanden hast. Also mit Fragen, ja, kommt man ein bisschen weiter. Okay, warte. Was hast du nicht verstanden? Also, ich habe ja Sekunde, ich muss mal gucken, wo das war. Also, damit ich das verstehe, also Jesus ist Gott und Jesus ist auch Sohn. Sohn ist auch allwissend. Ne? Sohn ist auch Gott, ist ja klar. Okay. Und dann steht hier in Matthäus 24, und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird, auch die Engel im Himmel nicht. Du kennst ja den Vers, ne? Genau, nur Gott allein. So, und ist ja Nur klar, weil da einmal hat der der Sohn Mensch weiß. geredet, der Mensch, ne? Der Mensch weiß es natürlich nicht, weil er gehorsam ist. Der ist als Mensch erfunden. Der Aber Mensch. Der Jesus nannte sich selber Menschensohn. Das ist ein Unterschied von den Sohn der Trinität. Ist ein Unterschied. Da steht ja Menschensohn. Da sind wieder Unterschiede. Kurz was dazu sagen, weil ich habe zu Hause auch den Urtext, Bruder, und im Urtext steht sogar nicht wissen, im Urtext steht verkünden, also in der Originalsprache steht verkünden. Das
nur der Vater es verkünden kann. So. Genau, Gott. Na? Genau. Also das Gott ist immer damit gemeint, der Wesen. Na, Jesus sagt ja auch wiederum, ich und der Vater sind eins. Na, das ist ja der Wesen gemeint. Nicht der Sohn und der Vater sind eins, sondern der Wesen, weil die ein Wesen sind, Gott. Na, du musst immer unterscheiden, Samira. Wann spricht Sohn von der Trinität oder wann spricht Menschensohn? Das sind die Unterschiede. Der war ja, ein Beispiel, Samira, 1-Euro-Münze, ja? Mhm. Hat doch zwei Seiten, richtig? Mhm. Eine Seite hat doch, wie nennt sich das? Eine Zahl, die andere Seite so ein Bild, richtig? Mhm. Zwei verschiedene Messages, zwei verschiedene, eine Zahl und nur ein europäisches Bild, richtig? Mhm. Aber ist doch eine Münze, richtig? Ja. Die Zahl ist nicht das Bild ist ja nicht die Zahl, richtig? Richtig. Da sehen wir es doch, aber trotzdem eine Münze, die sich in zwei Messages wiedergibt. Und so ist das ein menschliches Beispiel, habe ich jetzt einfach nur gegeben, damit man es besser auch versteht. Na? Daran sehen wir es. Okay, Dankeschön. Hast du das? Oh, warte, ich war stumm. Hast du das wirklich verstanden? Ja, ich muss mich noch ein bisschen reinlesen, aber ja. Ich glaube, es kommt an. Darf ich dir aber nochmal die Trinität bitte kurz einmal erklären? Geh ganz schnell. Bitte. Dass du verstehst, warum Vater, Sohn, Heiliger Geist und eins sind. Ein Beispiel. Es gibt doch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, richtig? Die Vergangenheit ist auch nicht die Gegenwart. Und die Zukunft auch nicht die Vergangenheit. Und mit der Gegenwart genauso. Richtig? Ist so alles so was Eigenes, ne? Ja. Was haben die gemeinsam? Gute Frage. Zeig du es mir. Die Zeit. Es ist doch eine Zeit, oder nicht? Vergangenheit ist eine Zeit, Gegenwart ist eine Zeit, Zukunft ist Zeit, richtig? Ja. Vater ist Gott, Sohn ist Gott, Heiliger Geist ist Gott. Mhm. Hast du es jetzt verstanden? Warum wir sagen, ein Gott? Der hat sich nur in drei offenbart. In Allah, also in Allah sage ich, in Koran hat Allah sich doch in einen Dornbusch offenbart, bei Musa. Erinnerst du dich? Der brennende Dornbusch? Weiß ich nicht. Das steht auch im Koran. Der hat den Dornbusch und da hat Allah geredet. Ist jetzt Allah ein Dornbusch? Oder ist Allah Allah? Boah, ich weiß es nicht. Allah, ist ja wohl klar. Also siehst du? Aber darf ich dir noch was sagen? Ja, bitte. Allah hat sich sogar offenbart als ein Bein. Nein, dass er ein Bein hat. Also sagt Allah, ist ein Mensch. Also er wurde auch dann anscheinend Mensch. Das sagt er in Sure 68, Vers 42, Bruder Urban. Richtig. Sure 68, Vers 42 war das? Ja, richtig, perfekt. Sehr genau. Perfekt. Das ist ja ein Riesenproblem im Islam, weil sie behaupten, sie haben nur einen Allah, aber jetzt haben wir Allah das Schienbein und Allah den Geist. Wie viele Allahs haben wir? Entweder ist das Geist in den Schienbein herein, dann ist Allah in seine Schöpfung hineingetreten, wie Gott durch Jesus, damit hätten die Muslime kein Problem mit Jesus, oder wir haben einmal Allah den Geist und Allah den Schienbein, somit haben sie eine Binität statt eine Trinität. Das ist ja das genau. Problem mit Allah Schienbein, was nicht zu lösen ist für die Muslime. Ich kann ja Samira? Gerne bei aufschlagen. Ja, schlag auf. Samira, hast du Stift und Papier? Ja, bitte. Sure 68, Vers 42. Vers 42? Genau. Sure ja, 68, ich 42. Ich kann mal durchlesen, aber ich beschäftige mich eh gerade nur mit der Bibel. Ja, super, sehr schön. Samira, finde ich super. Ja? Finde ich sehr schön, ehrlich. Wenn du Fragen hast mit der Bibel, kannst du immer Fragen stellen. Das mache ich. Danke. Tschüss. Okay, Gottes Segen, Samira. Bruder, das Schienbein-Thema ist, kannst du richtig ausarbeiten, habe ich ja gemacht. Ja, Sahih Bukhari 29, 6, nee, Sahih Bukhari, ich muss ja gleich gucken, ich habe die Zahl ich gleich, hab, ich habe die Morgen. Alles gut, sofort, ich habe gleich alles. Das Problem ist, wo ist Allah, wenn sein Schienbein auf der Erde ist? Ja, ne? Wo ist Allah? In seinem Schienbein? Wo ist Allah, wenn er auf der Erde ist? Wo ist Allah, Bruder? Guck mal, wenn Allah ein Schienbein hat, Bruder, dann hängt das Schienbein an einem Körper. Und genau. Wenn du einen Körper hast, dann muss dieser Körper in einem Raum sein, sonst wäre es ja kein Körper. Somit kannst du Allah messen, Bruder, weil ein Raum hat eine Grenze und der Körper ist dann muss sich den Raum anpassen.
Ja, genau. Daran sehen wir es. Gottes Engel Alexander. Was liegt auf den Herzen? Ich dachte, ich lese. Okay. Bukhari 49,19, Bruder. Genau, ja, da steht es, dass allein entschieden man ist. Und Koran, Sura 68, Vers 42. Egal, genau. Wenn das Thema kommt, ich bin vorbereitet. Das ja, Thema. Wenn das Thema kommt, dann wird bestimmt. Alexander, du bist hochgekommen. Was liegt auf den Herzen? Das ist meine Doktorarbeit, Allah Schienbein. Okay, Alexander, dann muss ich dich rausholen, wenn du nicht redest. So. Bruder, ja. Soll ich mal lesen? Meine Doktorarbeit über Allah sein Schienbein? Ja, erzähl mal. Ey, das ist übelst krass, warte. Da habe ich wieder zugemacht. So, Allah Schienbein. So. Willst du groß sein? Nee, Bruder, alles gut. Alles gut. Guck mal. Koran, Sura 68, Vers 42. An dem Tag, an dem Allah sein Schienbein enthüllt, steht in der Sura. Wenn wir jetzt Muslime fragen, hat Allah ein Bein oder ein Schienbein? Ihre Antwort ist meistens, ja, das hat er, weil es ja im Koran steht. Doch sein Bein ist anders als unser Bein. Ne? Sagen sie, Allahs Bein kannst du dir nicht vorstellen. Aber du weißt, laut Koransure, ich muss mal gleich gucken. Und dann kannst du gleichzeitig aufmachen, Sahih al-Bukhari 49,19. Weil da steht genau drin, dass es ein Schienbein ist. Allah in seinem Körper. Wenn die Antwort ja lautet, bedeutet, dass Allah in seiner Schöpfung sein kann. Lautet die Antwort nein, Allah ist nicht in seiner Schöpfung durch einen Körper. Wie können wir seinen Körper dann noch von seinen Körper nennen? Also wenn Allah nicht in dem Schienbein ist, dann ist das ja nicht mehr Allahs Schienbein. Wer ist es dann, Bruder? Wer ist es dann, wo wir ja. uns dann niederwerfen und ja. anbeten? Richtig, wem beten die das an, wenn es nicht Allah ist? Genau. Na, und deswegen sehen wir es. Deswegen sehen wir es. Und was ist dann die Wahrheit? Wie können wir seinen Körper dann noch seinen Körper nennen? Wenn Allah sich doch außerhalb des Körpers befindet, soll das heißen, dass Allah und sein Körper voneinander getrennt sind, Bruder? Ja, genau. Na, ja. Dann ist Allah nicht einer, sondern zwei. Allah der Geist und Allah der Körper. Beide von ihnen sind Allah. Somit dürfen die gar kein Problem mit der Trinität haben. Wenn Allah eins ist und die zwei, der Körper und der Geist, eins sind, wieso haben dann Muslime Probleme mit drei, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, als eins zu akzeptieren? Die sagen, ihr habt drei Götter, aber die haben zwei, Allah den Körper und Allah den Geist. Ja, richtig. Ja, und dann sehen wir es. Und dann kommen Muslime mit den, es ist metaphorisch, aber Bruder, Sure 2, Vers 31, habe ich dir ja schon mal genannt. Und er, Allah, lehrt Adam die Namen aller Dinge, solange diese Namen von Allah kommen. Und er ist den die Dingen entsprechend dem, was sie sind, den Namen gibt. Ah, entsprechend denen, denen man den Namen gibt. Also das ist der Schienbein, ein Schienbein. Es gibt kein metaphorisches Bein. Allah hat ein Bein nach einem Bein genannt, weil es eben ein Bein ist. Koran, Sure 2, 31. Da sehen wir es, meine Lieben, da sehen wir es. Jetzt muss doch ein Lösungsvorschlag geben, wenn es doch so ein Widerspruch und eine Katastrophe ist. Und was ist die Lösung? Der Herr Jesus Christus. Wie nimmt man ihn an, wenn ihr Buße tut? Wenn ihr eure ganze Sünden an den Herrn abgibt und sagt, ich bin der größte Sünder. Du bist Jesus, also du bist Gott. Na? Jesus ist Gott und dich nehme ich an, den, wo du am Golgatha für mich gestorben bist. Das Blut, was du vergossen hast, das, dein Blut reinigt mich von all meinen Sünden. Diesen neuen Bund will ich eintreten, der Gnade. Und wenn du das machst, mein Lieber, dann bist du von neuem geboren, dein altes Leben weggeschmissen, neues Leben begonnen und so bist du gerettet. Das sind dann diese Feinheiten, die wunderschönen Sachen, die wir dann sehen in der Bibel. Ja, ohne Jesus gehen wir verloren, ne? Gottes Segen, Albaner. Assalamu alaikum. Du jung, Bruder. Wie alt bist du? Muss nicht wissen. Ja. Das geht nicht. Ja, meine Lieben, ne? Ohne den Herrn Jesus gehen wir verloren. Weil Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also gibt es nur eine Wahrheit. Wir sehen, der Islam kann es schon nicht sein. Ein Widerspruch nach dem anderen. Wieso kriegt man einen Jungen raus, der kann doch Wissen haben? Du warst schon TikTok mit 18. Man wird gesperrt auf TikTok, wenn der Algorithmus hört, dass deine Junge Stimme spricht. Ja, ja. Na, also, wie nennt sich das? TikTok ist ab 18, ja, wenn man live will. So, und wir sehen, dass der Islam niemals die Wahrheit sein kann, weil es einen Widerspruch nach dem anderen gibt. Wirklich einen Widerspruch nach dem anderen. Die Frauen werden verflucht.
Allah ist ein Schienbein. Anscheinend ist Allah in zwei irgendwie. Anscheinend gibt es in Allah sogar eine Trinität. Was ist da los? Koran Oder es. widerspricht sich, Alkohol erlaubt, dann nicht. Es gibt Hadithe, wo Mohammed zum Heiligen Geist betet und nach Wissen. Um Wissen. Heftig. Ja, Gottes Segen, ich will ja Albo. das als nächstes Grüßt großes euch. Thema machen. Hi. Ich habe eine Frage schnell. Also, ich will was lernen von der Bibel. Also, jetzt. Und zwar, Jesus ist ja die Quelle der Macht, oder? Ist das richtig? Er ist ja Gott. Und Also, jetzt, bist du, ja. warte, Ich bin warte. Muslim, Alhamdulillah. Guck mal, Gott ist immer die Quelle der Macht. Ja, Okay. dann ist der Okay. Sohn die Quelle der Macht, der Vater die Quelle der Macht und der Heilige Geist die Quelle der Macht, weil der Sohn ist Gott, Heiliger Geist ist Gott, Vater ist Gott. Was ist Okay, da los? habe ich verstanden, ja. Also, jetzt will ich fragen, die Quelle der Macht, er ist ja allmächtig, oder Jesus müsste ja jetzt allmächtig sein. Dann frage ich mich, Apostelgeschichte 2,22, ihm wird Macht verliehen, warum denn? Hat er nicht die Macht? Muss er die Macht bekommen erst? Du weißt schon, dass Gott Mensch wurde. Dieser Mensch Aber musste dann er, eine ja. Vollmacht bekommen. Der Mensch, so der Menschensohn, hat die Vollmacht bekommen. Ja, die Genau, Vollmacht, der Menschensohn. ja. Okay, also jetzt aber, er ist 100% Gott, 100% Mensch. Genau. Sein Wesen ist ja immer noch Gott. Also von Wie wem ist bekommt er die Gott, Macht? Aber von wem aber bekommt er die Macht? von Vater, weil der Vater hat dem Menschensohn die Vollmacht gegeben, dem Mensch. Der Sohn selbst hat doch eh schon die Macht gehabt. Johannes Kapitel 1, Vers 3 lesen. Alles ist durch dasselbe entstanden und dasselbe ist nicht eins entstanden, was entstanden ist. Nach Also sehe, er athasianisches hat. Glaubensbekenntnis sind alle drei gleichgestellt, in der Macht, in Wissen und alles. Ja, klar. Athasianisches Aber Glaubensbekenntnis. Sohn ist nicht Menschensohn. Es ist doch ein Unterschied, oder etwa nicht? Ja, aber er hat ja das Ja. Menschsein, er hat das ja, lass mich mal reden, er hat ja das Menschsein zu sich genommen. Er war ja Gott von Anfang an. Aber Von hielt es wem nicht bekommt er wie ein Kraft? Raub fest, Gott gleich zu sein? Philipper 2, Vers 6 bis Okay, 8 lesen. ja, er hielt es fest, aber ist das Ja, nicht nee, du der. musst nicht, nein, Albo, nicht, ja, okay. Du musst dir nicht die Bibel so kreieren, wie du es willst. Nein, aber ihr dreht ja, wie ihr es wollt. Nein, 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 wir drehen Albo, gar nichts. Ich macht gebe ihr dir einen schon. Bibelvers nach den anderen. Albo, bitte hör mir Mhm. mal zu. Wenn Ja. wir einen Koranvers zitieren, wir lesen, was die Tafsir-Gelehrten dazu sagen, was Ibn Abbas, Ibn Kathir, und dann gehen wir zu Muslim und sagen, guck mal, bei euch steht so, guck, weil Ibn Abbas das so sagt. Warum akzeptierst du das nicht? Glaubst du, diese Bibelantworten haben wir uns aus dem Hut gezogen? Nein, aber wieso gibt es so diese Differenzen, wo Jesus sich unterordnet dem Vater? Das Warum heißt, wurde Gott dass Mensch? Das Gott, musst du warte, erstmal verstehen. darf ich mal kurz? Also, das heißt, Gott kann ein Gott haben. In dem Fall, er ist nicht Wie allmächtig, er Gott ist kann nicht ein Gott haben? allwissend. Ja, so bezeichnest du ihn, weil er ist ja immer noch inkarnierter Gott. Jesus Also, ist immer das noch Problem, Gott. das ist da. Er kann ja nicht an Wissen zunehmen, wenn er Gott ist. Wie will er an Wissen Gott zunehmen? wurde Mensch. Der Mensch bekam die Vollmacht, aber der Mensch hatte eine begrenzte Vollmacht. Der Mensch hat nur ein begrenztes Wissen. Philipper 2, 6 bis 8 lesen. Er hatte immer Zugriff drauf gehabt, aber er hielt das nicht wie ein Raub fest, steht geschrieben, weil er ein Sklave gleich sein wollte, weil er die Schriften erfüllen möchte. Was ist daran nicht zu verstehen? Willst du dir jetzt wieder was zusammenmalen, wie du es willst? Oder Nein, ich. willst du jetzt die Antwort ähnlich annehmen? Nein, ich muss ja annehmen, was du sagst. Ich kann dich nicht Ja, umändern. genau. Also, Dann siehst du, es ist kein das ist Widerspruch, deine richtig? Meinung. Das ist deine Meinung. Nein, es Aber ist keine Meinung. Da steht für so eine mich Bibel. schon. Für mich ist es ein Widerspruch. Nein, 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 Okay, nein, aber wer ist dann am nein, Kreuz nein, gestorben? Jesus als Gott oder Jesus als Mensch? nein. Mensch. Mensch, aber wir lesen in der Bibel, nicht, der Mensch kann nicht die Sünden anderer tragen. Der Doch, Vater weil, trägt die Sünden. hallo. Erzähl keinen Quatsch. Steht in der Nein, nein, Bibel. nein, nein, nein. Immer Ich habe den die Bibel Bibelvers. Nein, gelesen. nein, nein, nein. Immer den Bibelvers. Nicht lügen, nicht kapier machen. Immer den Bibelvers. Nein. Es Komm, steht komm, ja, ich es reiche steht jetzt nach ja. einer Der Quelle. Sohn trägt nicht die Sünden des Vaters und der Vater Hallo. trägt nicht die Sünden des Ah, Sohnes. was hast du gerade vorgelesen? Was hast du gerade Also. vorgelesen? Der Sohn trägt nicht die Sünden der Vater und der Vater nicht den Sohn. Auf was Ja. hast du, jetzt frage ich dich. Denkst du, es war auf die Trinität oder war es auf echter Vater, Sohn, Mensch? Was denkst du? Ja, Mensch, du sagst ja, Jesus ist Mensch, also Nein, ist er nein, nein, jetzt ein nein, anderer nein, nein. Mensch? Ich rede, nein, hallo. Aber Ich ist rede Jesus von, denn, aber nein, 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 warte. nein. Weißt du, Ist nein, nein, Jesus nein, ein jetzt anderer? muss ich dich dumm. Weißt du warum? Du verstehst das nicht. Du hast diesen Bibelvers auch in die Trinität hineingeworfen. Das war ein Altes Testament, ein Bibelvers. Das war ein Gesetz,
Ja, das war für echte Vater, echter Sohn gemeint. Das heißt, wir Menschen, unser Vater ist gemeint und du selbst als Sohn. Die echten Menschen sind gemeint, damit, wenn ein Vater eine Sünde begeht, nicht der Sohn dafür belangt wird. Und wenn der Sohn eine Sünde begeht, nicht der Vater dafür belangt wird. Das ist ein Gesetz, ein richterliches Gesetz im Gericht. Jetzt verstanden? Du hast jetzt ein Bibelvers einfach aus dem Kontext gerissen, wie du es wolltest. Okay, Pavlos, ich habe dich verstanden. Aber warum du machst du das? Warum machst du sowas? Bist lass du böse? Mich mal ausreden, bitte. Nein, sicher nicht. Wirklich böse? Aber böse Buben lügen. Nein, ich würde doch nicht aber böse. Warum hast also, du gelogen? Nein, warte, jetzt will ich dich fragen. Du sagst ja, ich frage dich, ist Jesus jetzt als Mensch gestorben? Du sagst ja, er ist als Mensch gestorben. Okay, also ist er jetzt ein anderer Mensch als dieser Bezeichnung Vater, Sohn? Nein. Ist er etwas anderes? Er nein. Ist dann doch ein Mensch. Das jetzt, ist oder? Kein Gericht, das ist kein Gericht. Das, was du bezogen hast, dieser Bibelvers, kannst du nicht nutzen. Das war für ein echtes richterliches Gericht. Ja? Mhm. Und das bedeutet, dass Jesus alle Sünden auf sich genommen hat, steht doch in der Prophezeiung drin. Jesaja 53 lesen. Er wird kommen für unsere Missetaten, damit er die Sünden auf sich nimmt. Albo, ja, darf ich dir die Frage mal anders stellen, wo ja, gerne, Allah ja. durch den Dornbusch gesprochen ja. hat ja. und ich jetzt diesen Dornbusch zertrete, habe ich Allah getötet? Nein, Astagfirullah. Also, wir sagen, Allah hat durch den Dornbusch geredet. Durch, also, wenn der Moderator ja. durch das Radio redet, ja. ist er ja nicht in das Radio okay. drin. Er redet über ach, durch so, den. Okay. Ah, verstehst du? Jetzt warte, kommt der warte, warte, und wenn der Koran das lebendige Wort Allahs ist und ich den Koran verbrenne, verbrenne ich Allah mit? Nein, du verbrennst Allah nicht mit. Aha, und warum sagst du, man hat Gott getötet am Kreuz? Ich habe ja nicht gesagt, man hat Gott getötet. Ich habe ja gefragt, ist er jetzt als Mensch gestorben oder als Gott? Weil Mensch. Nach Mensch hat mir aber Pavlos jetzt gezeigt, das ist nicht so gemeint wie dieser Mensch. Aber Jesus wurde ja wie wir Menschen. Man kann Geist nicht töten. Ja, okay, ich verstehe. Ja, den Geist kannst du nicht töten. Also ist Gott für die Sünde gestorben, oder wer jetzt? Menschensohn hat die Sünden auf sich genommen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist der, der am Kreuze hängt. Und der hat den Mensch, die Sünden auf sich genommen. Hat der Menschensohn nicht sogar gesagt, Eli, Eli, na? Also Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Weil Gott, oh Gott, sagt Gott, er, wieso hast du mich verlassen? Ja, Gott, oh weil Gott. Gott Wesen, hör zu. Weil Gott Wesen den Menschenkörper Jesus ne, verlassen hat, damit er sterben kann. Und bei Gott hat nichts mit Sünde zu tun. Damit er die Sünden auf sich nimmt, stirbt und dann nach 3 Tagen aufersteht. Damit alles bereinigt ist. Durch das Blut des Herrn Jesus Christus, weil er an ihn glaubt, ist gereinigt und gerettet. Okay, ja, das ist gut. Ja. Albo, okay. Meine Frage, kann ja. Gott gleichzeitig gerecht und barmherzig sein? Seine Gerechtigkeit ist in seine Barmherzigkeit inkludiert, verstehst du? Sie ist zusammengefügt. Verstehst du, was ich meine? Nein, Allah, guck mal. Allah, seine Gerechtigkeit ist mit seiner Barmherzigkeit. Albo, wenn ich doch jemanden beispielsweise umbringe, ne? Und ich bitte, und ich bereue es, und ich bitte Allah um Vergebung, ja? Ja, ja. Und ich sage, Allah, bitte vergib mir. Allah, ja. vergib mir. Aber ist er barmherzig, aber nicht gerecht. Jemand muss dafür bezahlen, weil ein Unfall geschehen ist. Ja, jemand muss zahlen. Das ist wie ein Autounfall. Wenn ich einen Autounfall mache, ist sein Auto kaputt. Aber ich bitte um Gnade. Okay, Allah gibt mir jetzt die Gnade. Aber wer zahlt das Auto? Ja, zum Beispiel, du machst ein Fenster kaputt bei mir. Kann ich nicht sagen, ich vergebe dir? Und repariere, denn unser Allah ist allmächtig. Aber was wäre, wenn du sagst, was wäre, wenn du sagst, ich möchte meinen Hack? Wieso Allah sagt ja, meine Barmherzigkeit. Nein, was wäre, wenn du sagst, ich will aber meinen Hack, jemand muss dafür bezahlen und ich bezahle nicht? Allah kann das löschen, Allah ist allmächtig, er weiß, wie er das macht. Allah zahlt nicht. Bei uns hat er aber bezahlt, Jesus Christus. Er hat für deine Sünden bezahlt. Allah zahlt für niemanden. Sollte ein unschuldiger Mensch für meine Sünden sterben, für mein Vergehen? Das verstehe ich. Wenn du damit ein Problem hast, hast du komplett ein Problem mit deinem Islam, weil Allah hat Jesus emporgehoben und hat anstelle von Jesus Christus einen anderen Menschen ans Kreuz gelassen. Genau, ja. Also. Ja, also es heißt, ja, es ist also ein unschuldiger Mensch am Kreuz. So. Also hat Allah einen Unschuldigen umgebracht, um Jesus zu retten. Ja. Nein, Allah weiß, wie er es erschienen lassen hat.
Das muss nicht heißen, dass doch, Allah genau. sagt dann nicht genau wie das Warte passiert doch, ist. Allah sagt genau wie. Nein, Genau. es gibt Meinungen, Warte, ich mache jetzt Meinungen. Du kleiner Fuchs, du, nicht lügen. Nicht Nein, ich lügen, wir lüge gucken nicht, jetzt. nein. Wir Nicht gucken lügen, jetzt. du musst doch selber schmunzeln. Wir Nein, doch gucken jetzt, ehrlich, nicht was lügen. wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt zusammen. Jetzt haben wir dich so. Jetzt haben wir dich. Ja, jetzt haben Ich wir kenne es, ich kenne es, Arbeit. dass Judas oder der ihn Nein, verraten hat, vielleicht an Kreuz nein, hing. war nicht Judas. Ja, gibt auch solche Verse, ja. Okay, dann wenn du es weißt, brauche ich ja nicht zu lesen. So. Nein, glaub mir, ich weiß es Ja. 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 Also wurde ein anderer, und zwar weißt du wer? Einer seiner Jünger. Ja, vielleicht, Ja. ja, ich weiß es nicht. Ja, Allahu der Alam, weißt du? Jüngste, der Jüngste. Man hat den jüngsten Jünger Genau. genommen und hat ihn anstelle von Jesus ans Kreuz gebracht, um Jesus zu retten. Aber weißt du was? Wenn Allah Jesus retten wollte, warum musste diese Show am Kreuz passieren? Weißt du, was das Ergebnis dieser Sache war? Das Ergebnis war, dass ihr jetzt glaubt, er ist für eure Sünden Richtig. gestorben. Richtig. Allah hat uns guck mal, Allah wollte durch Jesus retten. Er hat ihn emporgehoben. So. Jesus war gerettet. Gut. Diese mordlüsternden Juden damals, die unbedingt jemanden am Kreuz haben wollen, hat ihnen Allah einen falschen Jesus gegeben. Warum? Das macht keinen Sinn, weil wenn ich, warum? Somit hat er alle Prophezeiungen erfüllt aus dem Alten Testament. Alle, sogar dass er ans Kreuz geht, alle wurden erfüllt und Allah hat somit das Christentum erschaffen durch eine Genau. Täuschung. Und also ist Allah schuld, dass ich an einen gekreuzigten Jesus glaube? Richtig, weil Nein, wenn er. wieso? Du kannst ja am Koran glauben. Und da steht, Aber der glaube nicht Koran daran. kam Ja, 600 Jahre hallo, den später. Koran Allah spricht hat doch davon. 600 Jahre gebraucht, um das zu korrigieren, mein Freund. Ja, Nein, 600 also Jahre. Urchristen, also Nein, 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 es nein, 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 es nein, gibt viele Beweise, die nicht nein, nein, geglaubt nein, haben, nein, dass nein, nein, Jesus nein, da am nein, nein, Kreuz gib mir hing. eine Bruder, jetzt, nein, nein, lass! gib mir eine Quelle, warte, gib mir jetzt eine Ich weiß Quelle. jetzt wirklich nicht, Nein, welche, komme weißt du, nicht mit, so weit komme, bin ich hallo, nicht. nein, komme nicht mit Koran, komme nicht mit Hadithen, komme ältere Schriften aus Koran und Hadithen, die älter sind als Koran und Hadithen. Diese Quelle will ich jetzt haben, bitteschön. Bruder, warte mal, auch Unitarier, die nicht an die Gottheit von Jesus geglaubt haben, haben trotzdem geglaubt, dass Jesus der Erretter, der Messias ist, dass er für die Sünden gestorben und ans Ja, Kreuz gegangen ja, ist. Auch ja. die haben daran geglaubt. Allah hat das Christentum erschaffen durch eine Genau. Täuschung, Bruder. Das ist einfach so. Du Eine kennst die Täuschung. Geschichte. Wie sagt man so schön? Allahs Täuschung. Richtig. Pavlos, also ich kann dir nicht jetzt eine genaue Quelle da geben, Ah, weil weißt es du? keine Quellen Nein, nein, gibt. es gibt Ja? schon. Was? Ich Kennst du Isam aber ich Bayam? weiß Albo, jetzt nicht Albo, alle. Albo, Ja, ich Albo, kenne, ja. Albo, Albo, Albo. Kennst du Ja. Isam Bayam? Ja, ich kenne ihn, ja. Ja, Isam Bayam, ich habe ein Video gepostet. Ihr könnt alle in mein Profil reingehen. Isam Bayam hat es mir bestätigt. Es gibt keine Quellen, die älter als der Koran und die Hadithe sind, wo euch prophezeit oder irgendwas sagt. Es gibt keine Quellen. Ihr habt Ja. nichts. Also ich habe es in einer Debatte mal gesehen mit dem Daniel, mit Tawid, glaube ich. Habe Was ich suche ich? gesehen, Nein, 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 was suche ich jetzt, haben Daniel? dich. Hallo, Ja, nein, 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 nicht ich Daniel. sage ja Ich bin nur, ich. haben Und die er hat lauter mir keine Quellen Antwort rausgeholt. geben können. Ich habe Isam Bayam A bis Z so widerlegt und zerstört, dass er nicht mal wusste, wer er ist. Also, ich habe es gepostet. Ja, über eine Stunde ging so ein Stream. Ich habe nur einen Teil sogar noch gepostet. Und er hat es Okay. bestätigt, dass es keine Quellen gibt, was älter als der Koran und die Hadithe gibt. Niemand prophezeit, es gibt nichts, keinen archäologischen Befund. Okay. Also, was sehen wir dann? Ihr habt nichts, ihr beruht euch auf die Quelle, vertraut mir. Ja, ich glaube am Koran, Bruder. Was soll ich machen jetzt? Also, für mich ist der Ja. Koran der wahre Weg. Ja, aber die Bibel ist älteste Koran. Ja, das hat aber nichts zu Ja, aber die bedeuten. Bibel Ja, wandelt doch die vor dem Tora, die Tora Koran. ist auch älter als die Bibel. Jetzt muss ich an die Tora auch. Weißt du, wir Okay, die wissen ja Tora ist doch sowieso. die Bibel. Jetzt hast Ja. du dir den Knockout gegeben. Die Die Tora ist doch Tora die ist Bibel, Alte natürlich. Ja, Testament, warte fünfter mal, warte Mose. mal, Bruder, warte mal. Die Juden glauben nicht so wie ihr. Bitte. Hallo. Hallo, Alpo, Bruder, hallo. Alpo. Was erzählst du da? Tora ist in der Bibel mit enthalten, damit du das weißt, damit du das nicht woanders sagst. Und Ja. die Juden haben ganz genau in Jesaja stehen, was passieren wird. Wir haben ja eine hundertprozentige Prophezeiung von Jesus. Aber die Juden, wenn in der Synagoge, die lesen Jesaja nicht. Ne? Warum machen sie das nicht? Ich habe ein Video gepostet darüber, kann jeder sehen, über Jesaja wegen den Juden. Ja, Und die dann, wo die lesen das Jesaja nicht. gelesen haben, haben die alle bestätigt, das ist Jesus.
Und Bruder, die ersten Juden waren, die ersten Christen waren ja die, die aus Judentum Genau, dann waren Jesus die Juden, angenommen haben. Apostelgeschichte lesen. Richtig, das waren ja alles Juden, die damals Jesus als Gott angenommen haben Ja. und in den Christentum Weil hineingekommen viele sind. denken, Jude ist nur eine Religion. Die verstehen nicht, dass Jude ein Stamm ist von Israel, Richtig. einer der 12 Stämme. Das ist Judäa. Nein, okay, ja, okay. Nein, also, ey, danke fürs Hochholen. Also, wir können gerne Okay. mal Aber wieder mal, Albo, du ja? bist wenigstens ein Lieber. Guck mal, du bist wenigstens ein Lieber. Du Nein, lügst ein bisschen, muss. ist okay. Aber du bist wenigstens einer, du bist nicht aggressiv. Ist so gemein. Nein, also, Pablo, nein, ich bin nicht gekommen, um Krieg zu führen mit dir. Verstehst du? Wir diskutieren. Wir tauschen uns aus. Zivilisieren, ja. Ja, okay. Aber Albo, bitte geh ins Gebet. Das ist wichtig. Du brauchst auch den Herrn Ich Jesus, gehe ja. fünfmal am Tag ins Albo, Gebet, Albo, Alhamdulillah. ich möchte, dass du im Paradies gehst. Ich möchte, Ich auch, dass wir ich uns, auch. Ich möchte auch, dass beide im du, ja. Paradies sind und Gott anbeten. Ja, Bitte, definitiv, ja. bitte, bete Gott und frag einmal Gott, wer bist du? Was ist wirklich die Wahrheit? Bitte so ein Gebet, ne? Ein paar Ja, Sekunden. sicher, Bitte. ja. Bring. Ich sage dir, ich gehe fünfmal am Tag ins Gebet. Nein, ich Und mach mal diesen Alhamdulillah. Satz. Gott, wer bist du? Was ist die echte Wahrheit? Bitte diesen Satz. Ich habe Bitte. Angst, Bruder, wenn ich so etwas frage. Dann Wie, ich habe Angst, wenn ich sowas frage. Mein Gott, kommt noch erlaubt mir sowas Teufel nicht. vor Erlaubt mir. mein Gott das nicht. Da kommt Nein, Jibril. Da kommt mir kommt noch der, Jibril, wenn du das sagst. der Iblis noch. Nein. Ich habe Nein, Angst, Bruder. hast Angst, die Wahrheit zu erkennen, oder wie? Nein, Bruder. Für mich ist Koran die Wahrheit und also Islam ist für mich die Wahrheit. Du Und musst, damit nein, habe nein, ich nein, nein, auch du musst keine. prüfen, Ja, prüfen. ich prüfe. Ich lese auch die Bibel. Für mich, also, für mich ist das auch Gottes Wort da drin. Da drin ist auch Gottes Wort, definitiv. Wieso nicht? Ich kann auch das lesen, alles, ja. Wir prüfen Lies die alles. Bibel, komm, lies die Ja, Bibel. sicher. Mache ich. Dann wünsche ich dir Okay. Gottes Segen, Albo, ja, Also Gottes ich dir auch. Segen. Ciao, 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 Pablos. Betet für Albo, betet für ihn, ja. Ja, aber wenigstens richtig nett, Mann. Man konnte Ja, wenigstens Mann, lachen. der ist wirklich nett. Das Komm, war hol jetzt mir die kein Katastrophe jetzt hoch. Das war Jetzt kein müssen Sieben. wir, jetzt holen wir die Schattenseite raus. Guck mal, jetzt hoch ist. Okay. Gottes Segen abtun. Hallo, was kommt jetzt raus? Ich habe dich nicht verstanden. Jetzt kommen die Schattenseiten des Islam. Schattenseite. Also, Abdul, komm, wie stehst du zur Sure 4, Vers 34? Machen wir es knackiger. Ich bin gerade neu gekommen, ich weiß nicht, was da steht. Sag mal. Hast du einen Koran vor dir? Ja, ich kann jetzt suchen, aufschlagen, das ist kein Problem, aber sag mal ganz kurz. Dann weiß ich schon, was es geht. Ein muslimischer Ehemann darf seine muslimische Ehefrau schlagen, wenn man nur befürchtet, dass sie Allah nicht gehorsam ist. Nur befürchtet. Ja, du musst das den Text hier mal lesen, dann steht auch genau die Erklärung. Okay, Urban, sollen wir den Tafsir lesen? Ja, mach mal auf, lies mal den Text hier. Okay, bitte. Sofort. Dann lesen wir den Tafsir. Urban, ich Weil mach die dich groß. Befürchtung ist nicht genau, also dieses Wort Befürchtung ist nicht so gemeint, Nein, nein, ist wie okay. das Wir Wort. gucken, was ein Tafsir sagt. Wir gucken, was ein Tafsir sagt. Welchen Tafsir willst du haben? Ibn Kathir, Ibn Abbas, Al-Jalalain oder. Das sind doch gute. Lehnst du Ibn Abbas ab oder Ibn Kathir, Al-Jalalain, lehnst du die ab? Nein. Nein, ne? Also ihr habt gehört, er lehnt die definitiv nicht ab. Das sind ja die bekanntesten. Der Cousin von Mohammed, das sind ja die großen. Dann Bruder, lest. du hast wohin Ibn Abbas gelesen. Auf welche Seite hast du den Tafsir Warte, ich genommen? schicke dir den Link, weil es gibt eine Seite, da sind alle Dann sehe ich die Tafsire, da muss man Chatliste. die nicht kaufen. Warte, ich schicke dir den. Ist das Koran Dann sehe ich hier XU.com? den Chatliste nicht. Oder schreib einfach rein, Urban, schreib in Google rein. Suche 4, Vers 34, Tafsir Ibn Abbas. Dann ist der erste Link tafsir.org oder ja, tafsir.org steht da. Oh, Warte, ich Tafsir. guck mal. Aber ich habe kurz eine Frage, während er sucht, an dich kurz. Du zeigst ja immer so emotionale Versen, was so die menschlichen Emotionen vielleicht in dieser Zeit jetzt so erschüttern könnte. Aber sind moralische Warte, bitte. Gefühle der Ich habe dir, Beweis, warte bitte, dass. ich habe dir, warte bitte, ich habe dir den Link geschickt, Urban. Ja. Sind Ich habe dir den Link geschickt. Ja. moralische Verse, was einem nicht gefällt oder was einen erschreckt, der Okay, Beweis, dass abgesehen von Gott der falsch Moral, ist? Abdul, abgesehen von der Moral, nach diesem Moral gehen wir direkt auf Widersprüche, ist kein Problem. Nee, das ist jetzt erstmal meine Frage. Also moralisch verwerfbar ist wirklich eine Frau zu schlagen. Aber okay, wenn ihr damit klarkommt, kommt ihr damit klar. Dann gehen wir auf Nein. Widersprüche und dann gehen wir ein bisschen Es gibt tiefer ja rein. natürlich auch in der Bibel sehr viele moralische, erschreckende Sachen. Das ist aber Nein, kein ist es Beweis, nicht. dass die Bibel falsch ist, weil Moral
ist was anderes, ne? Damit kann man Ja, nämlich aber beweisen. Ungerechtigkeit gibt es in der Bibel nicht. Also, jetzt müssen wir gucken, was erstmal der Tafsir sagt, und dann gehen wir auf Koran-Widersprüche ein. Das Nein, ist ich doch ein wollte Deal. was fragen, deswegen bin ich hier reingekommen eigentlich. Ich habe nicht so viel Zeit. Ja, warte, der zeigt doch Ich jetzt kann, Tafsir. Ich habe doch ja, meine Frage zuerst gestellt. das kannst du So, danach warte. machen, das kannst du machen. Das ist ja kein Problem, aber danach Widersprüche habe ich keine Zeit. Ich will nur eine Frage danach stellen. Ja, okay. Urban, Danach kann ich gerne später reinkommen und danach können wir über Widersprüche und so reden. Das kann ich. Urban, hast du das jetzt? Ich habe den Link geschickt. Urban? Ja, sofort. Ich habe dir den Link geschickt, ja? Warte, Da, Al-Tafsir, zeig es. Sure 4, Ja. Vers. Das ist schon so, hier hast du schon. Nein, nein, nein. Ah, ja, da hast du richtig gemacht. Okay, ich dachte, du hast oben gemacht. Ne, Tafsir Ibn Abbas. Genau. Ich Ibn finde Abbas, die zeig nochmal Leute Ibn sehr Abbas, gut. zeig nochmal Ibn Abbas. Und mach mal Wieso 34. macht der wechselt auf 35? Ja, wenn Tafsir. du, warte, Ibn Abbas drückst, musst du dann Display. Warte, warte, Display musst du drücken. Nicht Display, das. rechts, rechts. Display. Rechts, 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 sagt er. rechts. Rechts. Ja, hier. Genau. Drück. Nein, nein, nicht da. Zeig mal wieder 34. Ja, das ist schon Zeig. richtig, ja. Ist schon richtig. Ja, okay, jetzt hast du Das richtig. auf Okay. Englisch? Du kannst auf Deutsch, warte, du brauchst nicht kopieren, warte, du brauchst nicht kopieren. Geh mal runter. Irgendwo muss doch stehen, automatische Übersetzung. Ich glaube, sie hat das überflogen. Ach so, das ist weg bei dir. Ja, okay, dann kopier das. Du hast das Arabische auch, wenn einer Arabisch kann, kann er auch gerne lesen. Arabische Übersetzung ist immer am besten. Du musst auch von Arabische kopieren. Können wir auch machen. Ist kein Problem, machen Das wir ist beides. besser, weil in der englischen Übersetzung lügen die immer. So sehe ich Okay, den Chat lesen wir in aller Ruhe. ein bisschen. Männer sind für die Frauen verantwortlich. Sie sind dafür verantwortlich, das ordnungsgemäße Verhalten der Frauen zu überwachen, denn Allah hat eine von ihnen erschaffen, Ja. um durch Vernunft und die Aufteilung von Beute und Gütern um die anderen zu übertreffen. Die Frauen, und weil sie von ihrem Eigentum für den Unterhalt der Frauen ausgeben, indem sie Mitgift bezahlen, verpflichtet, er sagt, jene Frauen, die freundlich zu ihren Ehemännern sind, gehorsam sie sind Allah in Bezug. Halala, ihre eigene Person, Ehrenmittel könnt ihr alle mitlesen, weil Allah sie beschützt hat, in Folge. Da, jetzt kommt es. Was diejenigen betrifft, jetzt da. Ja. Was diejenigen betrifft, von denen ihr euch befürchtet, erkennt Rebellion ungehorsam euch gegenüber im Bett, ermahnt sie. Warte, warte, bleib mal da stehen. Guck, da steht Rebellion. Verstehst du? Dieses Wort Warte, Rebellion. was ist denn, wenn du all, wenn die Nubi für, was steht denn da? Von denen ihr euch fürchtet, ne? Ja. Fürchtet, das ist Also, ja wenn du befürchten. befürchtest, Warte. dass sie das machen, da genau. mal Rebellion gemeint, wird das Ja, gemeint. was ist Verstehst du? Rebellion? Die macht zum Beispiel nicht den Geschlechtsverkehr mit den Ehemann. Ne, als Beispiel. Ist eine Nein, nein. Rebellion. Die ist Nein, arabisch nein. ungeordnet. Nein, nein. Natürlich. Einen Oder Moment. sie will den Kopftuch nicht tragen. Den Ja, Hijab nicht tragen. genau. Okay. Das ist Rebellion gemeint, Ja, zum jetzt lies Beispiel. weiter. Was muss man machen? Er mahnt sie. Ermahnen, genau. Der Durch das erste heilige Ermahnung. Wissen. Und Lies ver. doch. Diesmal durch, bitte. Na, warte, Dann sagt, er mahnt sie durch. Ich lese heiliges immer durchs Wissen. Handy und gucke aufs Bildschirm, das ist echt Guck, was da anstrengend. steht. Er Ja, mahnt guck sie auf durch heiliges Wissen heiliges und den Wissen. Koran und verbannt sie in getrennte Betten, wendet eure Gesichter von ihnen ab im Bett. Nein, Weiter. du springst runter, Weiter. du springst, warte. Guck mal, zuerst kommt Ermahnungen, das ist der erste Das haben Schritt. wir doch Dann gelesen. kommt der Ermahnt sie zweite durch Schritt, heiliges dritte Schritt. Wissen, verbannt sie im Bett, wendet euch von ihnen ab. Und Ja. Geiseln, und sie geiseln auf milde, unübertriebene Weise. Geiseln. Was ist denn hier los, ey? Geiseln. Wenn sie dir Im Ja, Koran das steht Wort wortwörtlich Geiseln. im Arabischen auch, schlag sie. Und Ja, hier das steht, Wort Geiseln und ist auf der Ibn Deutsch, das Abbas ist so erklärt das unter sehr hart drauf, weil Geiseln. die nicht wussten, wie die das übersetzen sollen. Das ist das englische Übersetzung. Nein, Das, mein Bester. Komm, nimm das glaube ich, Arabische. Nimm nehme, das warte, Arabische. das Geisel, das Wort Geisel bedeutet einfach nur. Ja, die soll in der Zuhause bleiben und lass sie nicht raus. Das wird damit Guck, gemeint. der wird jetzt das Arabische öffnen. Komm, wir machen jetzt das Arabische. Damit hier keine Spielchen Aber gemacht ich werden. wollte halt das zeigen, dass das Rebellion eher gemeint ist. Nicht das Wort direkt Was fürchten, ist wie das denn? auf Deutsch Also, gedacht. Kopftuch nicht tragen heißt Rebellion. Bedeutet, dann hast Genau. du die Legitimation, sie zu schlagen. Genau, das ist richtig, Ja, ja. genau. Siehst du, Sie das muss das hast du Spiel genommen. nehmen. Eine Du sagst Frau doch muss eine genau. Frau sein, ja. Meine Leben, er sagt doch genau. Ja, das sind die Gesetze, so ist das nun mal. Okay, dann bist du wenigstens ein ehrlicher Muslim. Das muss man Ja. wenigstens zugeben. Ja, Alhamdulillah, Das, natürlich. Wenn das du so bist steht, dann wenigstens steht ein das so. ehrlicher Muslim. Du Man kannst darf ja die nicht Frauen sagen. schlagen dann, wenn solche Voraussetzungen gegeben sind. Das Natürlich, ist das. ││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 （││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 
Jetzt, zum Beispiel, ich sagte ja, wenn eine in einer Scharia, die Frau muss ihre Kopftuch zum Beispiel anziehen, wenn die rausgeht. Die muss sich immer anziehen. Das ist Pflicht. Auch wenn die sagt, ich mache nicht, die würde eine sehr schlimme Strafe bekommen in der Scharia. Ja? Ne, Das ist klar, eine Pflicht. Hier ist die Strafe, die dir Allah sofort gibt. Sahih al-Bukhari 3237. Ja, genau. Überliefert von Abu Huraira. Allahs Messenger said. Hier. Wenn ein Ehemann seine Frau ins Bett ruft, für Sex, Ja, genau. und sie es nicht möchte, Ja. Außer sie hat krank, sie ist sehr krank oder aber sehr sie möchte geschöpft. nur nicht, sie ist gesund. Es geht Ja. ja nicht darum. Und causes him to sleep in anger. Guck mal, Allah schickt dir Engel, Ja, genau. die dich bis zum nächsten Morgen Genau. verfluchen. Nee, und guck Ja. mal, Da steht ein Engel und versucht nur die ganze Nacht. es ist wirklich egal, ob eine Frau möchte oder nicht, das ist ihre Sache. Das ist Nein, komplett ist ihre nicht Sache. so. Ob sie eine Ausrede hat, keine, ob ihr Mann sich eine Sie ist Woche nicht verheiratet. geduscht hat. Ihr Nein, sie geht ist verheiratet. darum, Sie muss dass gehorsam sich sein. Allah Genau. in das Eheleben einmischt und extra Engel schickt, die die arme Frau verfluchen. Wallah, Das das ist ist eine weißt du, was ich mich Ermahnung. frage, Du musst Abdul? erst mal wissen, Abdul, dass es weißt du, eine Ermahnung ist. Das Abdul, hier weißt ist. du, was ich mich frage? Ja. Wenn der Ehemann den Geschlechtsverkehr einmal verwehrt, Ja. wird Allah auch Engel schicken und den verfluchen? Nein, weil der Mann steht da über die Frau. Da steht das da drin. Der Mann steht über die Frau. Die Frau muss gehorsam sein gegenüber dem Mann. Und das, und, ja, warte mal. Und der Prophet Muhammad hat sogar gesagt, wenn es keinen Gott geben würde, würde ich den Frauen eine Pflicht geben, dass sie ihre Männer anbeten würden. Das ist so zum Beispiel auch in einem Hadith. Ja, Ja, also. das ist schon heftig. Da geht schon über Götzendienst. Er sagt in diesem Nein, wenn es Hadith, keinen Gott warte, geben würde, das Bruder, heißt, dass Bruder. die Frau gehorsam sein sollen gegenüber dem Mann. Sag mal bitte den Hadith komplett. Sag Ja, mal warte den mal. Hadith, der ist nicht schlecht. Ich sagte noch ein Hadith zum Beispiel nein, über die sag mal Frau. den Hadith, warte, den Hadith. Ja, sag mal Hallo? den Hadith. Sag mal Die den Quelle des Hadith Hadiths. komplett. Bitte, weil der wirft einen Blick drauf, wie dein Prophet gedacht hat. In dem Hadith, was er gerade genannt hat, sagt er, die Frau sollte das, was der in der Nase hat, den Schleim aussaugen. Selbst das sollte sie machen. Das steht in dem Hadith, was er gerade nicht komplett gesagt hat. Das habe ich nicht gelesen. Nein, das Ja. stimmt nicht. Das habe ich nicht gesehen. Ja. So, Abdul. ich wollte jetzt dir mal was Ja, fragen. komm, stell deine Frage. Du hast jetzt wenigstens ehrlich beantwortet. Nee, das hat mit der Ehrlichkeit nichts zu tun. Wenn das so steht, dann ist das so. So muss man das nehmen. Ja, also aber Bruder, du ich habe siehst, das wir lügen Arabisch ja nicht, übersetzt ne? und da steht ganz klar Schlagzi, ne? Ja, Ja, das das ist ist ja ja das, was er normal, meinte. weil Also, wieder ist richtig. weil wir sind ja Menschen. Wir haben Morale, wir haben verschiedene Morale. Das ist ja nicht unsere Wahrheit. Wenn das so steht, dann steht das so. Allah weiß am besten, was für die Menschen am besten ist. Wir nehmen das so an. Mann, er lehnt es nicht ab. Er sagt es okay. Ja, wenigstens ehrlich. Allah weiß es am besten, aber es gibt kein Land mit einer funktionierenden Scharia. Weil Doch, Allah gibt es. Welches? der islamische Staat kommt wieder. Alhamdulillah. Warte, gab es schon mal eins? Natürlich. Wo Warum denn? hat Ist der Allah Böse bei diesen uns jetzt Staat verflucht? zusammengebrochen? Als Atatürk zum Beispiel kam bei Osmanen Zeiten, das fing das schon an. Ja, das Osmanische Reich ist vollkommen kaputt gegangen. Ja, aber jetzt wird wiederkommen. Das ist ja versprochen worden. Ja, schön, dass es versprochen worden Wer ist. Es hat ist das aber denn kaputt eigentlich gegangen. versprochen? Sag mal, wer hat das denn versprochen? Allah subhanahu wa ta'ala hat das Wo hat er versprochen. das versprochen? Wo? Im Koran steht das drin, alles, in den Hadithen steht alles drin, alle In den Propheten. Hadithen steht immer das Gegenteil, ne? Ja, warte, ich will jetzt mal was fragen. Ich habe nicht so Ja. viel Zeit. Ist Jesus genauso wie Moses gleichzustellen? Der Jesus ist natürlich höher. Denn Jesus sagte, bevor Abraham war, war ich auch noch. Also er ist höher. Aber der Menschensohn Jesus ist noch niedriger als ein Sklave. Der wurde wie ein Sklave. Kann ein Prophet Gott sein? Ja. Aber das Also ist doch ein nicht kein, warte, Widerspruch. stopp, stopp, Aussage zurück. Nicht ein Ja. Prophet wird Gott, Gott wird Mensch und dann ist er Prophet, Messias und Gott selbst. So ist Okay, die das ist Aussage. okay, das kannst du so annehmen. Aber solche Beweisen, dass Moses gleich ist wie Jesus,
Er ist sogar niedriger, der Herr Jesus, Der also mit Mose sagt, Menschensohn, der schicke Menschensohn. jemanden zu euch, der genauso wie ich ist, wie ich. Ja, Entweder ist Prophet, Moses jetzt ja, ein Gott, oder als er ist Prophet. genauso Was wie ein heißt Prophet denn wie die mich? Moses. Hallo, Abdul, ich kenne die Bibelstelle, 5. Mose. So, ich glaube Kapitel 18. So, Mehrere dann, Verse gibt es sogar. Ich kann genau, mehrere 18. Verse sogar sagen. Ja, ich kenne die Verse. Und was heißt denn wie mich senden? Der Moses hat einen Bund gegeben, ja? Und Jesus hat auch einen Bund gegeben. Moses hat die Königsherrschaft verlassen. Ägypten hat er einfach verlassen, er hat darauf verzichtet. Jesus hat die Königsherrschaft auch verzichtet und verlassen. Mose wurde vom Babytod gerettet. Du kennst ja die Geschichte mit dem Wasser, mit dem Fluss und dann hat der Pharao ihn gesehen, aufgenommen. Jesus wurde vom Babytod gerettet. Herodes wollte ja alle erstgeborene Babys schlagen, also schlachten. Und da ist Maria geflüchtet und da ist auch Jesus gerettet. Also ein Propheten wie mich wird er sein. Dann siehst du die Parallelen, ne? Dann siehst du die Parallelen. Da kann man Ja? natürlich, es gibt natürlich mehrere Da Verse, kann, wo. aber jetzt erkennst du diesen Sinn, ne? Jetzt erkennst du wieder diesen Sinn. Na, das ist deine Interpretation. Ich hätte Nein, das ist ein Fakt. Das ist ich deine muss mir das hier Interpretation. lassen, Das das ist ist, eine Bestätigung sag zum mal, das Islam. sind direkte Vergleiche. Da ist nichts mit Was Interpretation. Das ist eine Interpretation. Was ist da los? Weil ich lese nicht nur ein Vers, was Moses gesagt hat, sondern viel mehrere Verse, die ich Ja ihm, klar, habe ich auch da steht gelesen. Soll ich das lesen? immer Ich habe wieder, den dass Bibelvers. auch der Jesus als Prophet kommt und das ist immer wieder die Bestätigung, Ja, dass hier, da ich habe den Wahrheit ist. Bibelvers. Hör zu, ich habe den. Weil es gab sogar Muslime, die behaupten, das ist Mohammed gemeint. Da bin ich gestorben innerlich. Da bin ich wirklich gestorben. Also, Nein, nach es war. Moses kam Jesus und das wird als Jesus gemeint. Hallo, 5. Mose, Vers 5, Kapitel 18, Vers 15, 19. Ich lese vor. Einen Propheten wie mich. Ich So, habe was nicht heißt so wie viel mich? Zeit jetzt. Also, Ja, okay, dann erkläre ich. Okay, du hallo, kannst für die dann erkläre ich. Zuschauer lesen. Hallo, Ich komme gerne später ich wieder. erkläre doch, warte doch. Ein Propheten wie mich. Also, dieser Prophet muss aus Israel kommen. Moses ist Israelit. Also ist schon mal Mohammed nicht gemeint, weil er kein Israelit ist. Er muss 100% blutiger Israelit sein. Er Ja, muss aus Moses ist wie Moses kommen. Jesus, ein Prophet. Ja, Jesus ist Jesus gemeint, hat dann auch richtig. gesagt, nach mir kommt noch einer. Mohammed als Nein, Prophet. Jesus hat Das gesagt, sind ich sende nicht euch den Schriftweisen. Beistand. Das ist der Heilige Geist, Apostelgeschichte 2, erfüllt den Pfingsten. Nein, das ist der Geist der Wahrheit, die Du Offenbarung. bist doch wer? Du bist doch Wahnsinn. Erzähl doch keinen Also Quatsch, er ist der Mohammed Heilige ist ja Geist. kein Geist der Wahrheit. Also wenn wir die Hadithe lesen, er hat sogar den Koran vergessen, er wusste nicht, wie man rezitiert, er hat falsch rezitieren lassen. Es gibt da so viele Katastrophen. Welche Wahrheit ist es denn, was er gebracht hat? Was hat er denn überhaupt Neues gebracht? Die Juden haben ihn nicht anerkannt, weil er gesagt hat, Moses, du hast uns nicht neu, Mohammed, du bringst uns nichts Neues. Wir kennen das alles schon. Ja. Der Prophet Weißt du, was Mohammed hat auch gesagt, durch das Gebet unterscheiden wir uns von den Christen. Also das Gebet ist sehr wichtig. Ja, warte, Nein. er hat recht, Bruder. Mohammed, seine Haupt, ganze Hadith und Koran, wenn du liest, die Juden machen so, macht ihr so. Die Juden Genau. machen so, macht ihr so. Genau, und wir sollen uns mal unterscheiden. Er wollte sich einfach nur von Juden und Christen unterscheiden. Bruder, er hat. Nein, nein, Es das gibt. kam von Allah. Das war immer wieder Allah subhanahu wa Aber ta'ala Allah hat hat doch immer. die Juden und Christen erschaffen. Ja, und jetzt, als sie irre gegangen sind, sollten wir uns unterscheiden, dass wir nicht zu denen Aber wir gehören. sind durch Allahs Täuschung in die Irre. Allah hat uns in die Irre geleitet. Nein, Natürlich. Allah hat eure Krankheit vermehrt, weil ihr Nein, euch Allah hat Jesus anwesend. emporgehoben und hat einen falschen Jesus kreuzigen lassen. Und hat Ja. 600 Jahre gebraucht, um die Katastrophe zu Ja. glätten. Und wir sind wegen Allah in die Irre gegangen. Allah Auch. hat Jesus alle Eigenschaften gegeben, die er auch hat, Nein, um nicht dann. alle. Du, guck mal, Natürlich. nicht alle. Welche denn nicht? Warte mal, du springst ganze Zeit herum. Allah hat ja gesagt, die Juden und die Christen zwischen Jesus und Mohammed seine Zeit, die Wahrhaftigen, die an einen Gott glauben und beten, die kommen in das Paradies. Da gibt es keinen, die Welt, nicht mal ein bisschen Hölle wird das berühren bei denen. Ja? Die Juden und die Christen. Zwischen wem? Hallo? Ja, aber welche Ja. Juden und Christen? Die er durch seine Täuschung erschaffen hat? Keine Ahnung, Matthias, solches Namen zählen oder was? Mein Lieber, man merkt, du hast wirklich da keine Ahnung. Ist okay, Abdul. Dann, Du da hast steht aber doch im gesehen, Koran dass. drin, Jesus, Mein zwischen Lieber, du Jesus merkst, und nein, man Mohammed, merkt wirklich, die du hast Juden keine und Ahnung. Christen kommen in den Paradies. Hast du den Koran nicht gelesen? Guck mal.
Ich habe den Koran gelesen. Da steht es Ja. wirklich drin, ja. Ja. Aber es gibt einen Unterschied. Ihr behauptet, die früheren Juden und Christen, nicht die jetzigen. Ja, genau. Ja, aber das Jesiden sagt der Koran. Was nein. interessiert mich, was der Koran sagt? Nein, nach Nein. alles, wer von Mohammed hört und den Islam nicht annimmt, der kommt in die Hölle. Das hat Mohammed selber auch gesagt Ja, in einem Hadith. siehst du? Darf ich Siehst mal du? fragen? Wer darf bei euch richten im Islam? Wer ist der oberste Richter? Ja, Allah, natürlich am Nur Ende. Allah. Nur Allah, ne? Weil im Koran steht, nur Allah darf richten. Nein, nicht nur Allah. Die Gesetze hier in dieser Welt dürfen wir nach der Scharia auch richten. Richtig, aber wer ist der oberste Richter? Allah Wer? wird am Ende Wer? richten. Allah wird am Ende richten. Okay, Leute, habt ihr es gehört? Allah wird am Ende richten. Genau, So. jetzt ein Kurban. Soll ich dich So, groß Sahih machen? al-Bukhari, Buch 34, Hadith 425. Allahs Gesandter sprach: Ich schwöre bei dem, in dessen Hand mein Leben liegt. Der Sohn Ja. Marias wird bald hinabsteigen, unter euch sein und als ein Gerechter und der Herrscher, Richter der Welt. So. Zeuge gegen die sein. Wieso wird Jesus bei euch richten? Wenn nur Allah richten darf. Jesus wird gegen die Christen richten, weil ihr ihn zu Gott genommen habt. Und Jesus Allah wird wird alle sprechen. Menschen richten. Und Allah wird zu denen sprechen: Jesus, hast du denen gesagt, die sollen dich zu Gott nehmen? Und Jesus wird sagen: Nein, ich habe das nicht gesagt. Also er Das wird sagt Zeuge der gegen euch sein. Koran. Der Koran ist später gekommen. Das hat keinen Sinn. Der Das Herrscher kann man nicht richtet, als er wird Maßstab Kreuze nehmen. zerbrechen, das Schwein schlachten und Ja, sie aber Jesus auslöschen. kam auch später von Moses. Das ist kein Beweis. Das zeigt einfach nur die Prophezeiung. Die Menschen gehen immer, haben immer Probleme mit der Prophezeiung gehabt. Ja, mit Warte den mal, aber hier Büchern, steht nirgendwo, mit er den wird nur Texten die kann man Christen nicht. richten. Hier steht, er wird alle richten bei Bukhari. Guck mal, ganz kurz. Jeder Prophet, es gab über 100.000 Propheten, jeder kam mit der gleichen Botschaft. Betet an einem Gott, glaubt an einem Gott. Und jetzt kommt ihr und kommt mit drei Göttern an. Deswegen ist Prophet Mohammed gekommen. Nein, Damit Abdul, die Ver nein, jetzt hast du gelogen. Wir glauben an einen Gott und das glauben die Juden auch. Wir glauben an den gleichen Gott. Was sagen die Juden? 1. Mose 18, bitte lesen. Abraham, der Prophet Abraham sieht drei Männer vor sich im Mamres. So, und die drei Männer verbeugte er sich und sagt: Herr, also er spricht hier in Singularform, ne? Einzahl, Adon heißt das. Und dann sagt er: Hat etwa dein Knecht Gnade unter deinen Augen gefunden? Und er hat sich komplett niedergeworfen über die. Also sehen wir selbst, Prophet Abraham hat die Trinität vor seinen Augen gesehen. Drei Ja. Männer war vor ihm, nannte ihn Herr, und das war der Gott, ein Gott. Also sehen wir, dass selbst die Juden an denselben Gott glauben wie wir. Psalm 110, Vers 1, Das kannst du Psalm nicht David: Der Herr glauben, sprach zu meinem Herrn, also Gott spricht zu meinem Gott, also erzähl keinen Glaube ich an die Quatsch. Volksbildung. Das kannst du das nicht so sagen, dass die Juden den gleichen Glauben haben Man gibt es wie doch gar nicht. Guck mal, Abdul, geh mal in mein Profil rein, dann siehst du, was Juden wirklich sagen. Ja, dann ich habe die echten Quellen von Juden. Geh rein und guck, das wir. erste Die glauben doch Video. nicht an die Trinität. Hallo? Glaub doch, guck mal hier, jetzt geh mal rein und dann hast du die Antwort. Ja, geh in mein Profil und schau dir das Video an mit den Okay, ich Juden. bedanke mich trotzdem an dich, dass du mich angenommen hast. Hat Spaß gemacht. Ich komme nächstes Mal wieder Ja. gerne rein. Ah, Es danke soll ja keinen dir. Spaß machen. Du sollst das Wort Gottes annehmen. Kommt zum Islam. Alhamdulillah, es gibt keinen Prophet Nein, wir Allah. wollen kein Schienbein haben. Prophet Mohammed, Okay, Gott den sallallahu Segen abtun. Ja, der Islam ist eine erfundene Sekte von Waraka bin Naufal. Bruder, kennst du die Hadithe von Waraka? Nee. Oh, Bruder, das muss, also wirklich. Ey, der Islam, der wurde erfunden von Waraka bin Naufal, einem unitarischen Priester, ne? Das steht selbst in Bukhari. Ich kann dir das alles zeigen. Damit Ja, nimmst du das jeden kenne ich. Muslim. Jeder Muslim nimmst du auseinander mit Waraka. Ey, ich hatte gerade, ne, bei mir stand unter Hosts, ne, eine Vorschlag, die hatte 13,4 Millionen Abonnenten gehabt. Ich finde sie nicht mehr. Ich hätte sie einladen können. Ich hätte aber euch raustun müssen, ne, Ja, damit ich sie egal. einladen könnte. Aber ich finde sie nicht mehr. Egal. 13,4 Millionen, ich hätte direkt die Chance genutzt, die Zuschauer zu nehmen und dann direkt das Jesus verkündigen, weißt Ja. du? Oder 13,4 Millionen, ne? Eine Schweizerin war das, die hieß Naomi. Mann, Ich finde sie nicht mehr, die ist weg. Ich hatte die Chance gehabt, einladen zu drücken. lass mich dir mal kurz zwei Sachen zeigen. Ne? Ich Ja. habe das ja in meinen Lives immer bewiesen, dass ein Christ die Evangelien von Mohammed, also den Koran für Mohammed Ja. geschrieben hat. Mach mich mal kurz groß. Guck mal. Sahih al-Bukhari 3392. Überliefert von Aisha.
Guck mal, der Prophet, wo er Jibril getroffen hat, ist hier zu Khadija gerannt, weil sein Herz hochgeschlagen hat. Khadija hat ihn genommen und sie sind zu Waraka bin Naufal gegangen. Ah, das ist ein Priester. Er war ein christlicher Konvertit und er hat die Evangelien von Arabisch ins Engl also von Dings auf Arabisch geschrieben. So. Waraka fragt hier Mohammed, was hast du gesehen? Wo Mohammed es ihm erzählt hat, hat Waraka gesagt, das ist derselbe Engel, den der Prophet Moses gesehen hat. Bruder, aber du weißt, Moses hat immer nur direkt zu Gott gesprochen, nie zu einem Ja. Engel. Dieser Waraka Ja. hat ihn nie angelogen und hat ihn zum Propheten erklärt. Das ist heftig. Und Waraka war ein unitarischer Priester und seine erste Frau war Unitarierin, ne? Sie war eine Ebeniterin, sie war Christin. Und Waraka war der Vetter von Khadija. Und ich kann dir gleich die Biografie von Mohammed zeigen. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die beiden heiraten. Bruder, und Heftig. jetzt zeige ich dir, wo Waraka gestorben ist, hatte Mohammed 3 Jahre lang keine Offenbarung. Er wollte sich umbringen, weil er keinen Ja, Schrein ja, mehr ja, ja. hatte. Wie bitte? Das ist heftig. Das ist wirklich krass. Ich habe das ja eindeutig in meinem Live bewiesen und keiner von ihren Ja, ich habe Dauerleuten. das auch gesehen. Ich erinnere mich wieder Ja. mit Weiter. Ja, das musst du haben. Guck mal, ich zeig dir gleich. Ah, ja, ich mache dich groß. Nee, egal, Bruder, wenn du willst, dich nicht interessiert, ich Nein, kann. nein, 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 mach. Guck mal. But after few days, Waraka died. And the divine inspiration was also paused for a while. Hier steht für eine Weile in anderen Hadithen, wenn du bei sunnah.com 3 Jahre suchst, findest du die. Er hatte 3 Jahre lang keine Offenbarung nach dem Tod von Waraka. Da war Allah traurig, dass ein Christ gestorben ist in Mekka. Guck mal. Da sehen wir das. Also, der hatte Und seinen Schreiber verloren. hier steht dann unter dem Text, dass er sich mehrfach up to the top of the mountain in order to throw himself down. Er wollte sich umbringen. Nach dem Tod von Heftig. Waraka. Da steht in Da Sahih merkt man die al-Bukhari Katastrophe. 6982. Sahih al-Bukhari 6982. Er wollte sich umbringen, weil er keinen schreibt. Bruder, Waraka und Buhira sind die Autoren des Korans. Und deswegen haben sie diesen unitarischen Glauben, dass Jesus nicht Gott war. Ja, das ist heftig. Das ist schon Ja, und krankhaft. ich kann dir gleich die Biografie noch kurz zeigen. Das steht in seiner eigenen Biografie, Bruder, Ja, zeig. dass er eine christliche Hochzeit hatte mit Khadija. Weil Waraka hat die beiden verheiratet. Waraka hatte seine eigenen Pläne. Waraka war Sektenanhänger und wurde nach Mekka vertrieben mit seiner Sekte. Das ist schon was Guck heftig. mal Allah jetzt. ist mit den Standhaften. Tamana, du weißt schon, dass du dein Gesicht zeigst. Ne? Warte, Urban, wenn eine Frau nur ein Kopftuch hat, aber ihr Gesicht zeigt, was ist sie laut Allah? Oder selbst wenn sie ihre Gesichtsbehaarung entfernt, wird sie von Allah verflucht. Die von Selbst Allah verflucht. Gesichtsbehaarung, guck mal. Die sagt, lol, hast du den Hadith? Ja, na klar, hab ich den Hadith. Zeig Das ist mein dir mal, Lieblings. damit die Tamana kein lol mehr schreibt. Mehr. Das Schreibt ist noch mein lol, ey. Lieblingshadith. Das ist mein Lieblingshadith. Zeig das mal, damit ich das Sofort. auch noch hab. Nein, weil ich habe das nicht Sofort. gespeichert. Sofort, Bruder. Ich brauche nur, weil das Buch ist sehr dick. Ich muss immer raussuchen. Ja. Wahnsinn. Die sagt einfach lol. Die zeigt ihr Gesicht. Schön die Augenbrauen gezupft, ne? Und guck mal, die gleich geht sie raus, weil sie weiß, jetzt kommt die Wahrheit. Die weiß, wenn eine Frau ihr Gesicht zeigt, ist ganz vorbei. Da ist ganz vorbei. Bruder, sie ist von Allah verflucht. Was Ist schon ist einmal von verflucht. Die wird Jehennem schmecken. Weil Allah sagt das selber. Nicht wir sagen das, Allah sagt selber, Das wer sagt die. Allah, nicht wir, ne? Ja. Warte, Allah und die Frauen und die Das darf nicht Frauen. sein, ne? Der Islam muss man aufdecken. Weißt du, wer dein Vater ist? Was ist das denn für eine Aussage? Also, lass dich wirklich, Tamana, lass dich wirklich nicht verirren. Denn der Islam, ne, verurteilt dich nur, weil du dein Gesicht zeigst. Und der verurteilt dich, weil du deine Augenbrauen zupfst. Das zeigen wir dir jetzt. Wir bringen ja Beweise. Wir reden ja nicht ohne Beweise. Wo sind wir denn hin, einfach ohne Beweise zu reden? Ja? Das darf wirklich nicht sein. Islam ist, nein, Islam ist nicht richtig. Komm. Wenn Islam richtig ist, warum zeigst du dann dein Gesicht und zupfst deine Augenbrauen? Zeig das mal. Ich sehe, da sehen wir noch nichts. Mach mal nochmal. Ihr werdet sehen. Oh, ist das eine Drohung, Tamana?
Guck mal, Sahih al-Bukhari, Band 6, Buch 60, Hadith 408. Macht ihr bitte einen Ja. Screenshot. Hab Allah ich? verflucht diese Frauen, die ihre Gesichtsbehaarung entfernen, um dadurch schöner auszusehen und so versuchen, Allahs Schöpfung zu ändern. Ohne Ja. Schminken, Gesichtsbehaarung, Creme, Verjüngung, Ja. Nasen-OP, alles für alles wirst du von Allah verflucht. Da habt ihr eure Antwort. Da habt ihr eure Antwort. Ja, meine liebe Tamara, was hast du jetzt dazu? Laut Islam ist jetzt eine Katastrophe für dich. Deswegen nimm jetzt was Schönes an, den Herrn Jesus Christus. Der sagt sowas nicht. Na, der sagt, eine wunderschöne Frau darf sich auch ihr Gesicht ja zeigen, ist ja wohl klar. Na und Tamara, bitte. Jesus ist Gott und er liebt dich. Gottes Segen. Ja, Gottes Segen, Sanzak. Sanjak, Sanjak, was liegt auf dein Herzen, Sanjak? Sanjak, was liegt auf dein Herzen? Sanjak, willst du reden oder willst du nicht reden? Dann tue ich dich raus. Gut, dann tue ich dich raus. Also, ja, ne? Ist das nicht traurig, Urban, Bruder Urban? Bruder, es ist sehr traurig, weil ein Gott ist ein sehr böser Gott. Was soll ich denn dazu sagen? Er Ja, mischt ey, sich ein, Urban, wenn eine Urban. Frau nicht mit ihrem Mann ins Bett will, wenn die Frau sich Ja. schminkt, wenn sie kein Kopftuch trägt, 600 Jahre Hölle, also. Ja, Urban, Urban. Weißt du, was krass ist? Pierre Vogel hat mein Video gesehen, ne? Wo ich ihn herausgefordert habe. Der hat mich direkt blockiert. Sofort hat er mich blockiert. Heftig, ey. Der hat mich blockiert. Guck mal, du musst bedenken, wer bin ich, dass ich doch Pierre Vogel herausfordere, ne? Das ist doch, ich kann, jeder macht doch einfach so eine Herausforderung, kann doch jeder einfach ein Video machen. Er hat mich gezielt blockiert, dass ich nichts mehr finde von ihm. Das ist heftig, weil er weiß, ich würde seinen Islam so auf den Kopf stellen, dass er selber den Islam schon verlassen will. Das ist Katastrophe, er wird sein Gesicht damit verlieren. Oder die Durch diese. Sache ist, wenn jetzt irgendein Shisha-Muslim hier hochkommt und Bukhari leugnet und sagt, alles Lügner, das ist nicht so schlimm. Aber stell dir vor, wir erwischen Pierre Vogel und Ja. zeigen die Sure 65, Vers 4. Und er sagt, das stimmt nicht, falsche Übersetzung, Ibn Kathir lügt. Boah, dann ist er Bruder, raus. Dann kriegt dann er. so einen muss, und wenn er bei Sure 65, Vers 4 nicht sagt, dass die Scheidung betrifft für Frauen, die aufgrund ihres jungen Alters keine Ah, die Menstruation haben. Scheidung, Er ne? muss es zugeben, Bruder. Und wenn er sowas Ja, öffentlich im deutschen Fernsehen zugibt und dann oder jetzt, ich meine hier in deutschen Medien zugibt, ne, dann das ist war vorbei. Deswegen würde er nie mit dir debattieren, weil er würde nie. seinen Islam in die Katastrophe reiten. Sie haben Ja, Tamana, was meinst du, wer ist dein, weißt du, wer dein Vater ist? Was meinst du damit? Schreib mal in den Kommentaren, was meinst du? Bruder, kennst du das? Ich habe mit Dings debattiert. Mit wie heißt der? Oh, dieser große Schwarze, der Rapper ist. Der Rapper ist Der ist bekannt in Deutschland. Manuelsen. Ich habe mit Manuelsen debattiert. Auf Ah, TikTok. krass. Ja, Ja? Und Manuelsen. ich habe Manuelsen gefragt, er hat ja gar keine Ahnung, ne? Der hat ja null Ahnung. Ich habe gesagt, Manuelsen, was passiert mit Murtad, mit Leuten, die den Islam verlassen? Ja. Manuelsen gibt so eine komplett deutsche liberale Antwort. Dann habe ich so einen radikalen Muslim hochgeholt. Dieser Radikale hat gesagt, was redest du? Murtad müssen sofort um die Ecke gebracht werden. Da ist Manuelsen einfach rausgegangen, weil der mit sowas nicht in Verbindung stehen wollte, als bekannte Person, dass man Murtad Heftig. umbringen muss. Ja. So sind die Also. Brüder, die schämen sich für ihren Islam, schämen Aber schreien sich, Hamdullah Muslim. aber sagen Hamdullah Muslim, aber haben Angst vor dem deutschen Staat. Sie haben mehr Ja, Angst vor ja. dem deutschen Staat als vor Allah. Das ist heftig. Tamana, komm, meine Liebe. Du hast gesehen, Sahih al-Bukhari's Gesicht zeigen schon Katastrophe. Du weißt nicht, wer dein Papa ist. Mama hat Papa was? In Disco kennengelernt? Was erzählst du für ein Quatsch? Was lügt die da? Wahnsinn, diese Lüge. Guck mal, wie die auf Eltern geht, obwohl das eine Lüge ist. Was eine Lüge. Ja, Das das sieht man, ist eine ne? Lüge, Wenn die die Abdul sieht, die Baat hat jetzt Sahih erzählt. al-Bukhari gesehen, die ist von Allah verflucht, schon geht sie auf Eltern. Ja, das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, du bist nicht mehr, du bist so unwiderlegbar. Tamana, bitte sehr ruhig. Du hast gar keine Ahnung. Erzähl mal keine Lügen, weil bist du verrückt. Ich rede über Islam und du kommst direkt auf Eltern.
stimmt mit dir nicht. Möge der Herr dich segnen für deine ganzen Beleidigungen. Ehrlich, mögest du wirklich den Herrn Jesus Christus annehmen, mögest du dich umkehren von diesen Müllsekte Islam. Was hat Tamana? Du kennst mich gar nicht, ich kenne dich null. Wer bist du? Wer ist das? Guck mal, die kennt mich nicht mehr, die kennt nicht mal meine Familie und die sagt schon so, sagt, wie Urban beispielsweise, ich würde Urban sagen, ja, Urban, deine Eltern haben dich in Afrika kennengelernt, ne? Wo es keinen Sinn hat, ne? Das sind doch heftige Menschen, ne? Ja, wenn Allah die schon verflucht, dann werden die halt, ne? Guck mal ihr Profil, Bruder. Guck mal ihr Profil, das sagt schon alles. Sagt schon alles, ja. Traurig. Gottes Segen, Hallo? du. Das liegt dir auf den Herzen. Hört man mich? Ja, man hört dich. Wie geht's? Hört man mich gleich ganz frei? Ja, ich höre dich. Na, ich hab gerade, wie geht's? Wieso antwortest du nicht? Ich höre dich, ich antworte doch. Ja, nur von da bist du mein Erb, meine AirPods. Den muss man erstmal raus und der muss wieder hochkommen. Ah, die beleidigt mich als B, also Ba, verstehe. Ja, Tamana, du beleidigst mich und ich segne dich. Das sind Unterschiede, aber da machst du schön Werbung für dein Islam, ne? Die Muslime Oder? beleidigen immer, dann machen die immer Werbung für den Islam. Dann sehen die, was eine Liebe die Muslime doch haben. Aber Tamana, Sayyid Bukhari sagt, du bist von Allah verflucht, weil du deine Augenbrauen zupfst, weil du dein Gesicht zeigst. Was sagst du dazu? Oder vielleicht ist das auch ein Fake-Profil. Nee, das sind schon Menschen, die zeigen gerne ihr Gesicht. Die Schminke muss repräsentiert werden. Ja, Bruder, sie sagt, der Islam wird siegen, das ist die Wahrheit, aber sie ist aus einem islamischen Land vor dem Islam nach Deutschland abgehauen. Ja. Sie ertragen ihren eigenen Islam nicht, Bruder, Die sie vertragen ertragen. den eigentlich an. Die wollen, wenn ein Scharia-Staat hier wäre, weißt du, was eine Katastrophe für die das wäre? Die Scharia-Polizei hätte sie gepackt und hat gesagt, hör mal zu, ein Hijab oder du bist weg. Ja, und das verstehen die nicht, ne? Was steht denn in Koran steht ja sogar drin, wenn die Muslime die Oberhand haben, sollen die den Dschihad aufrufen. Da steht ja alles drin. Meine Lieben, es gibt eine Lösung, das ist wirklich der Jesus. Er ist die Wahrheit. Er ist für dich am Kreuz gegangen. Und damit du befreit bist von deinen Sünden. Damit du vor Gott als gerecht angerechnet wirst. Damit du im Paradies rein darfst. Digga, habt ihr Koran gelesen? Schon das Wort Digga hat schon alles über sich ausgesagt. Normal lesen mit dem Koran. Meinst du, wir würden den nicht lesen? Wie sollen wir denn sonst die ganzen Koran aufdecken? Mit erfundenen Suchen oder was? Ja, Urban, wir lesen den nicht. Wir erfinden uns das. Verstehst du? Gestern war eine da und hat gesagt, Sure 4, Vers 34 steht nicht im Koran. Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendein Internet-Koran. So, Mido, Gottes Segen. Jetzt hört man dich? Hörst du mich? Jetzt müsste es klappen. Test 1, 2, 3. Ja, hörst du mich? Ich höre dich. Ich höre dich wunderbar. Sehr schön. So, ich würde nur Danke, gerne mal Mido. verstehen, nur verstehen diese Sinnhaftigkeit, ja? Weil so ich verstanden habe, seid ihr Christen, ne? Das ist ja okay, Ja, alles schön und wiedergeborene gut. So. Christen, ja. Genau, wiedergeborene Christen, wie auch immer. Aber ich verstehe diese Sinnhaftigkeit nicht, diese Verbindung mit Israel jetzt ins Spiel zu bringen. Nur um halt, ist das jetzt so eine Art Marketing, um zu provozieren, um halt, kann ich auch verstehen, um Leute Nee, wir können über reinzubekommen, Israel oder reden, ist doch kein so. Problem. Ja, aber du weißt schon, was, also dass die Juden die Christen nicht mögen, ne? Du weißt schon, dass Allah sagt, Israel gehört den Juden, ne? Nee, das ist nicht Juden. Ben Israel, ist ein Volk Israel, ja, aber Du damals weißt waren ein paar schon, dass Bilder Allah vielleicht, sagt in Sure das 5, waren Vers alles, 20, 22, Moment, Israel gehört Moment, den Juden. ja, aber Ben Israel, das ist nicht dieses Israel von heute gemeint, also nicht Israel, sondern diese Juden von heute. Die Das war ja ein Regierung Mischvolk, an der das Macht war ja der ein Mischvolk. Zionisten. Wo Die steht das, dass Regierung. Allah den Unterschied macht zwischen den damaligen und heutigen Juden? Ich würde es gerne auch lesen. Wo steht denn das? Wieso versteht denn das? Ich meine, du kannst doch nachdenken. Ne, ich Diese kann nicht mehr. Israelis, die damals vom alten Ägypten befreit wurden Richtung Israel, Ja. das sind ja das Mischvolk gewesen. Da Darf waren ich ja den alles Koran Mögliche nehmen? dabei. Darf ich den Koran nehmen und Verse so interpretieren, wie ich nachdenke? Mach mal. Darf ich das oder darf ich nicht? Wie, also lies vor und sag mir. Darf ich das? Na, wie du interpretierst, lies, ich weiß nicht, was du meinst. Also, nee, darf ich irgendeinen Vers aus dem Koran nehmen und so interpretieren, wie ich denke? Weil du Okay, gesagt mach hast. dir. Natürlich darfst du, ich meine, wir sind hier,
Ist doch ein freies Land. Nein, Da damit ist kein Muslim, mein Lieber. Damit ist kein Muslim. Ist das islamisch erlaubt? Weil du gesagt hast, du hast ja deinen Verstand. Jeder hat seinen eigenen Verstand, also hat dann jeder seinen eigenen Koran. Oder muss ich dann Gelehrte Nein. fragen, wie sie die Verse auslegen? Naja, das ist die Problematik. Ja. Das ist ja kein, verstehst du, das ist ja ein Bibelvergleich. Eine Bibel zu einer anderen ist sehr unterschiedlich, ja. Wir gehen Das jetzt ist nicht zur wirklich, Bibel, hallo, nicht zur verstehst Bibel. du? Aber die Du hast Problematik, gerade. dieses alte Hocharabische zu übersetzen, ist Fakt, das ist Fakt, sagt sich nur, ist Fakt, ist schwer zu übersetzen. Diese alte Hocharabische ins jetzige. So ist nur ein Thema. Aber klar, ich meine, du hast deine eigene Meinung schon. Wenn du was Ja, liest, aber kannst du ist das selbst verstehen, wie du islamisch? es willst. Ist das islamisch, wenn ich das einfach selbst interpretiere? Naja, du darfst jetzt nicht übertreiben mit der Interpretation. Ja, also muss ich doch am Ende zu einem Gelehrten gehen und gucken, wie er es interpretiert. Naja, das Problem, die Gelehrten sind auch nicht ohne. Also Ibn Kathir, Ibn Abbas. Kann ich Ibn Abbas vertrauen? Naja, wenn ich habe ja mitbekommen, ich liest da viel Hadithe, ne? Und viel von Bukhari. Alles. Ist Naja, das das für ist ein dich? Ist Tafsir. das für Ibn dich? Abbas Aber ist ein Tafsir. eine Gegenfrage. Antwortet auf meine Frage. Eine Gegenfrage. Ist das für euch Antworte doch nicht erst. zufällig? Also ist für euch nicht komisch, dass alles, was schlecht ist, was die Feinde Islams gerne nehmen als Argumente, immer Bukhari ist, oft Bukhari ist? Sei Muslim, sei Bukhari, sondern Nasa, was noch? Ich kann viele Hadithe nehmen, wo Katastrophen sind. Ich weiß Ja, es. Hadith Ich ist weiß so ein es. Ding, ist so ein Ich Ding. weiß Nehmen es. wir. Ich weiß es. Also ich weiß, dass sie den Islam auseinandergenommen haben. Ich weiß es. Nein, nein, warte, warte, nur um Definition. Also ich bin jemand, der Bukhari sehr kritisch sieht, ja? Ich kann auch euch sagen, warum. Dann bist du kein Weil Muslim. da sind toll, warum Muslim? Bukhari ist doch Dann bist du niemand. kein Bukhari ist doch Muslim. ein Niemand. Bukhari ist doch kein Prophet, kein Kalif, kein Ja, nichts. du hast jetzt mehr Ahnung als Bukhari, alles klar. Was heißt mehr Ahnung? Ich erkläre es dir doch. Hör mir doch zu, Junge. Ich kann dir gerne erklären. Bukhari, woher kommt er? Aus der Stadt Bukhara. Das liegt in Usbekistan. Er hat 200 Jahre nach dem Propheten gelebt. Aus Usbekistan. Er ist aus Usbekistan nach Saudi-Arabien durch die Welt gereist und hat Geschichten geschrieben. Und du hast 1400 Jahre nach dem Propheten gelebt und du bist in TikTok unterwegs und erzählst Ich auch erzähle Geschichten. keine Geschichten. Ich habe nur gesagt, ich schreibe keine Hadithe. Ich schreibe keine Hadithe. Ich bin nicht jemand, der Okay, nicht so. ich Ich will kann, dir nur ey, komm, erklären, komm, komm, wir wie nehmen Sahih Geschichten al-Bukhari entstehen. nicht. Okay, jetzt weiter. Nächste Frage. Was willst du wissen? Oder was? Hier, aber Komm, warte ich brauche mal. gar nicht die Hadith, um den Islam aufzudecken. Ich kann den Okay, Koran dann nehmen, um lassen den wir den euch Islam aufzudecken. beiseite. Lassen wir den Islam beiseite. Nein, 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 nein. Warum hast du Was Angst vor deinem ist mit Islam? Jesus? Jesus sagte, die nicht wollen, dass ich über sie herrsche, holt sie her, schlachtet sie vor meinen Füßen. Nein, Hat Jesus gesagt. nein, Ihr nein, denkt Jesus war. nein. Gleichnis erzählt. Er hat über einen König geredet, der König hat so geredet, er hat eine Geschichte erzählt. Kontext lesen, lieber Mito, Das nicht ist schwach sein. Wahnsinn. Das ist so Liest Wahnsinn, du wieder Bruder. aus dem Kontext rein? So Das ist der Wahnsinn. Unterschied. Ich lese die Und Jesus Bibel, du nie googelst einen Müll. eine Zeile danach. Nie. Sie Das haben sind das wieder doch diese gehört. TikTok-Muslime, mit denen braucht man gar nicht reden. Heftig, ey. Gar nicht den Kontext beachtet. Ich nehme sogar einen Tafsir mit Erklärung. Die kommen einfach so, ja, ne, Dr. Google. Das ist doch heftig, ey. Ja, Urban, ich beende jetzt erstmal den Stream, weil ich gehe jetzt erst ein bisschen auch was essen. Später komme ich dann bestimmt live, also Alles beziehungsweise klar. Bruder Danny wird dann live gehen. Ich mache live jetzt auf. Ich mache nur eine Dann mach ein Stunde Live und live. geht alle bei Urban rein. Ich bin Ja. gerade alleine zu Hause. Genau. Dann mach Nichts ein zu tun. Live. Ja, ich Mach ein mache Live. mal. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall Gottes Segen, meine Lieben. Gottes Ohne den Herrn Segen. Jesus geht ihr verloren. Nehmt ihn heute an. Ihr seht, die Muslime können. Nehmt den Herrn Jesus an, heute noch. Ja, heute noch. Geht ins Gebet, sagt Gott, wer bist du, was ist die Wahrheit? Und ihr werdet die Antwort finden. Ihr werdet die Antwort auch sehen, denn Gott wird sich nicht verstecken. Wer sucht, der findet, meine Lieben. Das gebe ich euch auf jeden Fall weiter. Gott segne euch, meine Hübschen.